Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur 5. Stadtratssitzung in diesem Jahr. Ich möchte zunächst erstmal darauf hinweisen, dass wir heute eine neue Mikrofonanlage haben, die eine ortsansässige Firma aus Hasserode uns für die heutige Sitzung mal zur Verfügung stellt, um zu testen, wie gut wir uns jetzt verstehen. Der Herr Sack hat dazu noch einführende Worte. Bitte. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Herr Sack, die meisten werden es wissen. Wir haben jetzt hier auf den Tischen leider nur auf einigen, weil für den Test nicht die Mikrofone organisiert werden können, wir nur Sprechstellen. Wer was sagen möchte, drückt hier einfach in der Mitte auf den Knopf. Dann wird das irgendwann grün geformt und man kann auch hier dann etwas erzählen. Wichtig da ist, die Einlage erzielt zum Sprechdisziplin, das bedeutet, es können hier von dem Abgeordneten, ich habe auch zwei Wörter reden, gleichzeitig, der dritte ist der Präsident. Das heißt, ich bitte darum, auch wenn man aufhört, kann ich erzählen, dann nochmal aufdrücken. Ach, hatte schon gemacht, ich muss nicht viel erklären, glaube ich. Uwe Friedrich Heinrich ist auch in der Lage, diese Sprechanforderungen zu löschen. Das heißt also, er hat in dem Fall, nicht einen Schicksal, aber die Nachfolge an Arbeit zu machen. Das ist wie gesagt ein Test, wir probieren es jetzt mal aus. Hier ist auch noch zu sehen, für einzelne Fragen ein Funkmikrofon, das heißt, wenn man was handelt, entweder sprechen wir uns noch reichen vor, als weitere Möglichkeit, dann gehen wir. Von mir das Funkmikrofon an, vorne sitzt noch hinten und dann probieren wir es einfach mal aus. Ich assistiere auch bei der Arbeit. Ich wünsche eine gute Sitzung. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, habe ich zwei Dinge. Das eine ist, dass ich im Namen des Stadtrats all denen, die am 26. und 27. Juli bei der, ich sage mal, versuchten Kampf gegen den Hochwasser sehr geholfen haben. Ich hatte bisher nur zwei kleine Sitzungen, wo ich diesen Dank aussprechen konnte, und ich möchte heute die Öffentlichkeit nutzen, um mich also im Namen des Stadtrats für die wirklich überaus große Hilfe recht herzlich bedanken. Zum Weiteren habe ich natürlich die Pflicht, an zwei Menschen zu gedenken, die vor kurzem uns verlassen mussten. Zunächst erstmal Herrn Gottfried Werther, der von 1999 bis 2000 im Kulturausschuss war, von 1999 bis 2004 den Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss angehörte, selbst zur gleichen Zeit auch den Hauptausschuss und von 2001 bis 2004 den zeitweiligen Ausschuss Ochsenteich. Er war von 1994 bis 2004 Präsident des Stadtrats. Des Weiteren möchte ich an Erwin Harz gedenken, der von 1999 bis 2004 und dann von 2009 bis 2014 Stadtrat war, Mitglied im Kulturausschuss, Mitglied im Ausschuss für Ordnung und 1982 Kunst- und Kulturpreisträger unserer Stadt war. Ich bitte Sie, für eine Gedenkminute aufzustehen. Ich eröffne jetzt die Sitzung zum Stadtrat und möchte ganz gerne die Beschlussfähigkeit feststellen. Herr Schatz? 8. Herr Kevin Müller? 8. Herr Diesener? 13. Frau Wetzel? 100%. Wir korrigieren. Linke Fraktion 7 Anwesende. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Wir kommen zur Abstimmung der Tagesordnung.
Sind Sie mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden oder gibt es hier einen Ergänzungs- oder Änderungswunsch? Ich sehe keine Wortmeldung. Wer also mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden ist, den bitte ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Somit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir kommen zur Genehmigung der Niederschrift öffentlichen Teil. Gibt es hier etwas zu korrigieren? Ich sehe auch hier keine Wortmeldung. Somit ist die Niederschrift im öffentlichen Teil genehmigt. Wir kommen jetzt zur Bekanntgabe von Beschlüssen, die im nicht öffentlichen Teil von Sitzungen gefasst worden sind. Dazu übergebe ich an unseren Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Sitzung des Stadtrates vom 22. Juni wurden im nicht öffentlichen Teil folgende Beschlüsse gefasst. Die Eintragung in das Goldene Buch, die 47 aus 2017, Verkauf einer Gewerbefläche im Industrie- und Gewerbegebiet Smartfelde, der Beschluss 25 2017, die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, die 49 aus 2017. Und in der Sitzung des vergangenen Hauptausschusses vom 16. August wurden im nicht öffentlichen Teil der Sitzung folgende Beschlüsse gefasst. Bestellung einer stellvertretenden Kita-Leiterin mit der 66 aus 2017, eine weitere Personalangelegenheit mit der 68 aus 2017. Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, die 64 aus 2017, Veräußerung von Grund und Boden mit der 51 aus 2017, die Vergabe eines Erbbaurechtes für Grund und Boden mit der 48 aus 2017 und das war es. Und die Beschlüsse hängen im Schaukasten der Stadtverwaltung der Zeit vom heutigen Tage bis zum 14. September aus. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Einwohnerfragestunde. Gibt es Einwohner, die eine Frage stellen möchten? Bitte nennen Sie Ihren Namen, Adresse und treten Sie ans Mikrofon. Jetzt. Zum Hochwasserschutz zu initiieren.
Nächste Frage. Ich gebe jetzt noch alles zusammen. Nach welchem System erfolgt zurzeit der Informationsaustausch und die Koordination der diversen Zuständigkeitsbereiche für Naturschutz, Gewässer, Brücken, Straßen und so weiter? Und gibt es eine komplexe Übersicht über die Gewässer in Wernigerode und ihre Zuständigkeiten und eine To-Do-Liste im Hochwasser- oder Katastrophenfall? Und wer ist dann für alle Instanzen weitergerufen und sollte entsprechend vor Ort erreichbar sein? Frage 5, es sind nur noch zwei weitere. Wer kontrolliert, in welchen Zeitabständen die Umsetzung der kommunalen oder hoheitlichen Aufgaben zur Instandhaltung der Gewässer und prüft ebenso den Einsatz der zweckgebundenen Mittel? Gibt es im Unterlassungsfall einen Versicherungsschutz der Mitarbeiter bei etwaigen Haftungsfragen? Sechste Frage, in welcher Form und mit welchen Amtsträgern erfolgt eine gemeinsame zeitnahe Evaluation der derzeitigen Hochwasserproblematik oder anderer Katastrophen und wer setzt die entsprechenden Konsequenzen für diese Zuständigkeitsbereiche um, beziehungsweise sorgt für eine entsprechende und angemessene Finanzrücklage für künftige Fälle im kommunalen Haushalt? Frage 7, es kommt nur noch die 8. Ist es jetzt seitens der Stadt noch vertretbar, bei so großen Flächen brachliegenden Waldes im Oberharz bis hin zum Rennetal Abholzung oder Versiegelung an Bergen mit quellführenden Bächen zu genehmigen? Und wie wirkt sich das künftig auf die veralteten Wassersysteme der Talbrunner und im potenzierten Domino-Effekt für unsere Nachfolger, auch wenn ich denke an Seestädte und Nierenburg aus? Ist es nicht, Frage 8, gemäß der Tragweite des Klimaschutzes an der Zeit, eine unabhängige, überparteiliche Anlaufstelle zu schaffen, die mit Befugnissen und materiellen Mitteln ausgestattet, kontroll- und weisungsbefugt ist, ein vernetztes System braucht und ehrenamtlicher Mitstreiter einer Wasserwirtschaft, die rechtzeitig vorsorgt und auch über die eigene Arbeitszeit hinaus den Notfall abrufbar ist und Unterlassungspflichten mit Personenschaden zum Beispiel auch ahndet. Ich danke Ihnen für Ihre Bitte. Frau Wese, überreichen Sie bitte den Fragenkatalog. Und das wird Ihnen auf jeden Fall bei der Fülle der Fragen und der Wichtigkeit der Fragen schriftlich beantwortet. Gibt es weitere Einwohner, die eine Frage stellen möchten? Ich bin noch nicht gewohnt. Gibt es Einwohner, die noch eine Frage stellen möchten? Ich sehe keine Wortmeldung. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Informationen und Anfragen. Dazu übergebe ich zunächst erstmal an die Verwaltung und an den Herrn Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich möchte auch von Seiten der Stadtverwaltung die Gelegenheit am heutigen Tage nutzen, nochmal ganz kurz das Thema Hochwasser zu rekapitulieren. Vor nahezu genau 4 Wochen, Sie alle oder diejenigen, die in der Stadt gewesen sind, haben dieses ziemlich einzigartige Ereignis in unserer Stadt miterleben müssen, wenn ich das so sagen darf. Und ich möchte hier die Gelegenheit schon nutzen, mich nochmal sehr, sehr herzlich bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern zu bedanken, die mit einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft, aber auch mit einem vergleichsweise hohen Maß an Besonnenheit hier uns, wenn ich das so sagen darf, dem vergleichsweise kleinen Stab, die das organisiert haben, hier unterstützt haben. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich möchte darüber hinaus, und das ist mir persönlich ein Anliegen, ich weiß natürlich, dass man immer, wenn man namentlich Personen aufzählt, die sich engagiert haben, dass man da den einen oder anderen vergisst, aber ich möchte explizit am heutigen Tage mich bedanken bei dem stellvertretenden Stadtwehrleiter, bei Markus Söchting, der mit einer unglaublichen Coolness den gesamten Feuerwehreinsatz gemanagt hat. Darüber hinaus bei Ronny Leseberg, der in Seestädt mit einer ebensolchen Coolness, obwohl er selbst betroffen war, sein eigenes Haus betroffen gewesen ist, tagelang
sich für das Leben der Mitmenschen in Sestet und aber auch für den Ort eingesetzt hat. Ich möchte mich bei Thorsten Friedrich bedanken, der mit uns gemeinsam, wo ist er da heute, der Bauhofleiter, der einen sicherlich einzigartigen Einsatz hier mit uns, mit Christian Fischer und mir und ihn gemanagt hat, nämlich den Einsatz von Hubschraubern der Bundeswehr. Das hat Wernigerode auch nicht so oft und ich gestehe, das brauchen wir auch nicht so oft. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Innerhalb von 6 Stunden haben wir es geschafft, über das Bundesverteidigungsministerium und den Ministerpräsidenten Hubschrauber nach Heudebert zu holen und dort 50 sogenannte Big Packs mit Sand zu versehen und dann bis 19.30 Uhr in Silstedt eine freigespülte Gasleitung und den Ort vor einer weiteren Überflutung zu retten. Also das war schon einzigartig und da möchte ich an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen und das Gleiche geht an unseren neuen Kollegen Christian Fischer, der es in bravouröser Weise geschafft hat, dass all die vielen Helfer, die wir hatten, nicht verhungert sind in den 3 Tagen. Wir waren Stammkunde bei Mios und haben nahezu alles, was irgendwie beweglich war, an Esswaren aufgekauft und an die entsprechenden Stellen gefahren, dass die Hunderten von Hilfskräften von nah und fern Essen und Trinken hatten. Also ich möchte euch ganz herzlich danken. Es war für uns alle eine Bewährungsprobe, aber einzigartig, gebt es bitte auch in die Bereiche weiter, weil ich kann natürlich nicht namentlich alle nennen. Aber das war mir heute persönlich nochmal ein Anliegen. Herzliches Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir wollen dies dann auch, da bin ich mir auch einig mit dem Ortsbürgermeister, der sicherlich nachher auch vielleicht auch noch einen Satz sagen wird, davon gehe ich aus, Karl-Heinz, deswegen habe ich dich jetzt einfach mal ausgeklammert. Achso, Herr Mehns, Entschuldigung. Wir wollen auch nochmal einen Dank sagen an die vielen Helfer, da sind wir am Überlegen, wie wir das machen und ich würde da gerne auch den Hauptort des Geschehens nehmen, nämlich Silstedt, um dort den Helfern, auch von überregional, wir hatten ja Unterstützung auch aus dem Raum Bitterfeld, die davon sprachen, wenn es ein richtiger Fluss wäre, dann würden sie das auch ernst nehmen, mit dem richtigen Fluss meinten sie die Elbe, aber sie waren dann doch überrascht, was hier für Wassermassen aus dem Harz gekommen sind. Wir wollen da nochmal ein Dankeschön sagen. Ja, beim Dankeschön bin ich auch gleich. Wir werden nächste Woche einen Dank an die Bauarbeiter in der Schirke Arena durchführen. Eine Art kleines Richtfest an die Bauarbeiter. Das findet statt am 30.08. 12.30 Uhr. Davor noch am 26. August, also am kommenden Wochenende, findet die Schützenproklamation statt der Könige hier auf dem Marktplatz danach mit Eintrag in das Goldene Buch des Sports der Stadt Wernigerode. Wir haben einen schönen Termin auch in der nächsten Woche, ebenfalls am 30.08. wird der Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, der Innen- und Sportminister, Holger Stahlknecht, den Fördermittelbescheid, ich sage jetzt mal in Klammern, endlich für das Sozialgebäude des Fußballclubs Einheit überreichen, sodass wir da dieses lang ersehnte Funktionsgebäude also dann auch vom Verein errichtet werden kann und wir werden gleichzeitig auch als Stadt unsere Fördermittel dort überreichen. Am 2.9. findet statt ein Tag der offenen Tür bei unserem kleinen MDR-Studio anlässlich des 10-jährigen Bestehens. Eine Vertreterin des Rundfunks ist hier heute anwesend. Sie sind da herzlich willkommen. Und am Abend dann das Harz Open Air mit der Gruppe Silbermond im Bürgerpark. Am 7.9. findet statt die nächste Sitzung des Finanzausschusses. Und am 12.9. eine Ausstellungseröffnung im Harzmuseum. Ein Lux wird 200 oder wie präpariert man Tiere, das ist also die nächste neue Ausstellung im Harzmuseum. Am 13.09. tagt der Schirke-Ausschuss und ebenfalls am 13.09. wird der Bundesfinanzminister Schäuble die Stadt Wernigerode besuchen und hier im Rahmen einer Veranstaltung sicherlich auf die finanzielle Situation der Bundesrepublik und auf andere Dinge aufmerksam machen. Er wird sich in das Goldene Buch eintragen, so wie das unsere Satzung vorsieht. Wir haben am 15.09. in unserer Stadt ein weiteres schönes Ereignis, nämlich dass das Harzklinikum eine Grundsteinlegung vornimmt zur Erweiterung am traditionellen Standort. Am 20.09. findet statt die Sitzung des Hauptausschusses und am 21.09. der Umweltmarkt mit der Zertifizierung Wernigerodes als Fairtrade Town. Ja, das waren die aus meiner Sicht wesentlichen Punkte und heute ganz aktuell vor wenigen Minuten
ist ein Mail eingeflattert von der Deutschen Zentrale für Tourismus. German National Tourist Board hat das Wernigeröder Rathaus ausgezeichnet bzw. benennt es als eines der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Deutschland, nämlich wir haben Platz 77. Das ist in Ordnung, finde ich auch. Also, von den Top 100 sind wir bei 77 gelandet. Ja, das war's von mir. Vielen Dank. Und, ach so, Entschuldigung, Frau Bese noch, es war ja eine Vielzahl von Themen, die Sie angesprochen haben. Wir werden das aufarbeiten. Das ist ja sehr komplex auch. Das ist ja nicht allein in der Verantwortung der Stadt. Ich kann Ihnen versichern, dass jetzt schon aktuell natürlich viele Dinge laufen in der Analyse des Schadens, weil wir sehr bald natürlich auch sehen wollen, was ist dringend jetzt sofort zu sanieren, was ist mittelfristig zu machen. Und dann muss man über Strategien sicherlich sich dann an weiterer Stelle auch unterhalten. Und dazu noch zu sagen, dass das Land inzwischen im Rahmen der sogenannten Soforthilfe jetzt auch die Anträge zur Verfügung gestellt hat. Seit einem Tag oder seit zwei Tagen sind die wohl verfügbar, abrufbar über die Internetseite der Stadt, hoffe ich, dass sie dort sind inzwischen. Also diejenigen Privatpersonen, die unmittelbar betroffen sind, können die sogenannte Soforthilfe beantragen mit diesem Formular. Es muss dann meines Wissens von der Stadt gegengezeichnet werden, dass es sachgerecht ist. Wir können natürlich jetzt nicht, ich sage mal, den Wert der Waschmaschine bestimmen, die da vielleicht im Keller Schaden genommen hat. Und dann geht das an den Landkreis und dann hoffen wir natürlich für die Betroffenen, dass es einen adäquaten Ausgleich geben wird. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Informationen und Anfragen seitens der Räte? Herr Mehns. Herr Sack, ist es eingeschaltet? Danke. So, werter Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte und muss ich sagen, hohes Haus heute, nachdem wir hier ausgezeichnet an 77. Platz in der Bundesrepublik erreicht haben, ist das schon eine ganz tolle Sache. Es ist bereits durch Frau Bese, Bürgerinitiative und vom Oberbürgermeister sehr viel über den Hochwasser, das Jahrhunderthochwasser gesprochen worden. Ich muss einige Passagen weglassen. Ich will mich nicht unbedingt wiederholen heute Abend. Ich achte es auch für notwendig, den Stadtrat darüber zu informieren. Ich bin 41 geboren in Seestädt, groß geworden 1941. Wir haben ein Hochwasser erlebt am 6. und 27. Juli, das einmalig war für Seestädt und auch für die Kernstadt Nischenrode, das ich um Gottes Willen nicht abwerten will. Aber das Wasser kam mit einem Stromlauf, mit so einer Aggressivität, was ich noch nicht erlebt habe. Der Damm ist schon zweimal gebrochen oder dreimal, aber ganz ruhiges Wasser und hier muss schnellstens was passieren. Wir konnten große Hilfe, ich muss das heute hier nochmal ganz deutlich sagen, dass wir Hilfe erreicht bekommen haben, da sage ich noch im Anschluss meiner Rede hier. Und am 25. abends um 21 Uhr war ich nochmal in der Holtemme und habe gesagt, das geht nicht gut, habe meinen ehemaligen Betrieb informiert, sie sollen vortreffen, die Kuhstallanlage zu retten, einige Anwohner der Schützenstraße. Und morgens kurz vor 7 ging schon das Telefon, Bürgermeister, der Südstädter Bach, eine Familie, wir saufen ab, wir brauchen eure Hilfe. Die Feuerwehr hat sofort geschaltet und 9.30 Uhr war es passiert. Dann ist der Damm gebrochen an der Neuen Mühle. Und das Schlimmste, was dazu kam, dass vorher schon Wasser übergelaufen ist von der Straße, wenn Sie von Wernigerode nach Minzleben fahren, da ist der Übergang der Brücke, da ist schon Wasser übergelaufen, kam dann in den vorhandenen Radweg runter und beide Wasserströme haben sich getroffen. Dazu der Überfluss des Silstädter Bach, der immer mehr Wasser brachte. Und wir haben eine Überflutung des Reiterhofs, der Kuhstallanlage, sowie 12 Anrainer, die in der Mühlenstraße wohnen. Und wir haben eingeschätzt mit den Anwohnern und den Betrieben, Silstädt ist betroffen mit 400.000 Euro Schaden. Dabei sind 4 Häuser total, die untere Etage ausgeräumt, ist nichts mehr übergeblieben. Diese Dinge gilt es in Zukunft aufzuarbeiten, das werden wir auch tun. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal ganz herzlich nicht die Namen wiederholen, die der Oberbürgermeister genannt hat, aber die Stadtverwaltung, den Bauhof und Gartenbauamt mit den Mitarbeitern, die Feuerwehr Silstedt mit den Feuerwehrleuten und Kameraden,
Frauen, die rund um die Uhr, ich sage es heute Abend, wenig Schlaf, aber 48 Stunden, die Hilfe versorgt haben. Und das war ein großer, großer, großer Einsatz. Dazu die Silvstädter, die so zusammengehalten haben und haben dann schon vormittags eine Frau mit dem Schlauchboot gerettet, die erst kurzfristig operiert war und kam nach Hause, war erst 3 Tage zu Hause. Es wurden 3 Kinder mit einem Radlader aus der oberen Etage übernommen. All diese Dinge haben wir verkraftet. Es hat sehr wehgetan insgesamt. Ich muss dazu sagen, dass wir ein großes Problem haben. Und das Problem sehe ich darin, dass wir in Zukunft schnellstens mit dem Nationalpark auch uns in Verbindung setzen müssen. Frau Bes hat es eben gesagt, anderweitig, wo die aufgeforstet werden muss. Ich war nach dem Hochwasser 8 Tage in Urlaub im Thüringer Schiefergebirge. Bürger hatte noch ein Ehepaar mit und wir haben nicht einen Baum gesehen, obwohl da auch Tannen wachsen. Dort ist kein Käfer da, kein Bockenkäfer. Da ist eine Ordnung. Und wenn ich den Nationalpark sehe, ich kann es nicht mehr mit meinen verantworten, was dort passiert. Und darum bitte ich ganz deutlich, dass wir klare Fronten schaffen müssen, was im Nationalpark passiert. Das ist so, wenn kein Baum mehr ist, nimmt der Baum kein Wasser auf. Und Sie können sich vorstellen, wo 260 mm Wasser denn fließen, in Richtung Wernigerode oder in Richtung Goslar-Harzburg, den es auch ganz toll getroffen hat. Ein weiteres ernstes Problem ist, und da muss ich den Landkreis nochmal ansprechen, das habe ich gestern Abend getan. Wir hatten gestern Abend im Beisein von Herrn Fischer und Herrn Albrecht hatten wir eine Versammlung mit dem geschädigten Personenkreis, Vertreter vom Landkreis, Vertreter des LHW, Vertreter Unterhaltungsverband Ilse Holtemme und das waren sie, und die beiden Herren hier. Ich muss hierzu sagen, dass die beiden Vertreter vom Landkreis keine Antwort der Fragen der Bevölkerung gegeben haben. Und wie ich draußen, wie alle weg waren, da haben die Anwohner mit dem Kopf geschüttelt. Und es kann doch bitte nicht sein, dass der Landkreis keinen Katastrophendienst oder Alarm ausgelöst hat. Das darf für die Zukunft nicht wieder passieren. Und wenn ein Herr Türk der Meinung ist, nach dem Hochwasser in der Zeitung schreibt, so ein Problem war doch das gar nicht, dann wohnt er scheinbar sehr, sehr weit weg, wo richtig Wasser gelaufen ist. So, die beiden Herren haben ihr Teil mitbekommen und heute Morgen hatte ich schon ein langes Gespräch mit dem Herrn Landrat und wir haben uns dazu jetzt ausgetauscht, dass diese Dinge in Zukunft vielleicht besser geregelt werden. Des Weiteren habe ich ein großes Anliegen an den Oberbürgermeister, schnellstens, und ich sage nicht in 14 Tagen, sondern bis Anfang Dezember, einen Katastrophenplan zu erarbeiten, damit auch die 4 oder 5 Ortsbürgermeister mal wissen, wenn Havarie ist, wem kann ich denn überhaupt anrufen? Wer ist verantwortlich? Ich weiß, dass der Katastrophenplan wohl vorhanden ist, aber schon 8 oder 10 Jahre alt ist. Hier muss schnellstens drüber nachgedacht werden und das neu zu überarbeiten. Dann komme ich noch einen Gedanke zum Radweg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gerne Rad fahren, sie konnten immer von Wernigerode, Abelsmühle vorbeifahren bis nach Derenburg zur Kristall, also bei Herrn Bürger einkehren. Der Radweg ist kaputt. Der ist kaputt in Wernigerode, der ist kaputt um Silche, der ist kaputt in Richtung Derenburg. Und vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung gelesen können, dass das Land 66 Millionen investieren will, um Radwege zu bauen. Unter anderem ein Radweg, der von Derenburg nach Silstedt längs der Landesstraße gebaut werden soll. Nun frage ich, ich habe mit dem Ministerpräsidenten, der einmal in Silstedt war, der war noch mal in Thale, habe ich ihn nur höflich gebeten, ob wir uns nicht zusammensetzen sollten, da Geld umzuschichten und den vorhandenen Radweg nur zu reparieren, da der Radweg vom Grundeigentum der Stadt, der Kommune gehört und Derenburg gehört. Und hier müssen wir Land kaufen, um den Radweg dort neu anzulegen. Und da möchte ich um Hilfe mitbitten. Ich denke, dass wir hier einen guten Schritt nach vorn tun, wenn wir hier den Radweg gemeinsam mit der Landesregierung neu gestalten. Und jeder kann dann im Schatten bis nach Derenburg und Halberstadt fahren. Und so fahren sie nachher von Derenburg nach Silstedt unter prallender Sonne. Kein Baum da. Alle diese Dinge sollten wir in Zukunft hier durchdenken. Dann hat der Bürgermeister viele Termine gesagt. Ich möchte nur noch heute sagen, da wir ja erst Ende September die nächste Stadtratssitzung haben,
Trotz Hochwasserschäden werden wir in Sülstedt unser 25-jähriges Erntedankfest feiern am 30.09. Dazu lade ich heute schon ein. Es gibt dazu aber noch Einladungen etc. Dankeschön, das wäre es für heute. Nochmal ein Hinweis an die Gäste für Ihren nächsten Besuch. Haben Sie das zumindest schon einmal gehört? Beifalls- und Unmutsbekundungen sind Ihnen nicht gestattet, wenn Sie da auch ein bisschen Rücksicht nehmen würden. Dankeschön. Der Herr Winkelmann hat sich gemeldet. Das da. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Karl-Heinz Mehns hat ja dankenswerterweise schon vieles gesagt, auch die Verwaltung, auch Herr Gaffert. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Hasserode eingehen. Wer Hasserode hochfährt, speziell auch die Insel anguckt, auch den Bereich unten, alte Brauerei, die Schäden oben unterhalb von der steinernen Rinne sieht, es kommt viel auf uns zu. Und mein Anliegen ist eigentlich, dass wir einen gewissen Notfallplan aufstellen. Zu diesem Thema haben wir uns heute schon im Ordnungsamt verständigt, dass beim nächsten Ordnungsausschuss das Thema Wasserwehr ganz oben aufgeschrieben wird. Wir werden also aus den Erfahrungen, die jetzt gesammelt wurden, dort alles zusammenschreiben und werden mit der Verwaltung zusammen diesen Notfallplan irgendwo schnellstmöglich aufstellen müssen. Denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt. Ich habe mittlerweile, wir sind selber hart getroffen als Familie am Auerhahn und haben also dort 1994, 2002 und jetzt wieder das erlebt. Dieses Jahr war es so schlimm, weil von Seiten des Ziljabachs genauso viel runterkam, was sonst die Jahre nicht war. Und wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass vielleicht in kürzeren Abständen so etwas wieder passiert. Wir haben das gleiche auch hier in der Stadt erlebt, schon im Juni, dass mehrfach die breite Straße und auch der Boulevard hoch überflutet war. Wir sollten uns rüsten, deshalb diese Wasserwehr und deshalb auch dieses schnelle Handeln, was den Ausschuss angeht. Das haben wir als erstes auf der Tagesordnung im September. Wer als Gast da gerne kommen möchte, ist herzlich eingeladen und das war auch mein Anliegen hier, das zu sagen. Dankeschön. Gibt es weitere Anfragen? Frau Witzel. Ich habe ja den Vortrag. Sie anmachen. Jetzt haben Sie ausgemacht. Jetzt. Geht nicht? Jetzt geht's. Erstmal einen schönen guten Tag an alle Anwesenden. Ich habe mehrere Fragen. Ehe ich die stelle, möchte ich mich dem Dank an alle, die in der Hochwassersituation geholfen haben, anschließen. Wer unter den Helfern war, so wie ich vielleicht, der fand es überwältigend, also ich auf alle Fälle, wie unkompliziert die Bürger miteinander umgegangen sind. Keiner gefragt hat, ist das mein Haus, dem ich jetzt Sandsäcke vor die Tür lege oder gehört das dem Nachbarn? Es waren alle, die irgendwo kräftemäßig dazu in der Lage waren, unterwegs. Und das war trotz der Angst, die man hat, wenn man die Wassermassen sieht, eigentlich auch ein beruhigendes Gefühl, dass man so zueinander stand. Also das fand ich schon bemerkenswert. Aber das ist nur die Einleitung. Ich bitte darum, neben all den Fragen, die hier gestellt wurden und dem, was Herr Winkelmann eben gerade gesagt hat, auch noch einmal zu überdenken, vor allem im Planungsamt zu überdenken, welche Wohngebiete wir schaffen. Nach langem Zögern hat auch der Landesbetrieb für Hochwasserschutz von einem Jahrhunderthochwasser gesprochen. Dieses Jahrhunderthochwasser, Herr Winkelmann hat es gerade gesagt, das letzte große Hochwasser 2004, Starkregenereignisse zwischendurch immer wieder. Und ich denke, wir sind es unseren Bürgern schuldig, auch bei ausgewiesenen oder auszuweisenden Wohngebieten darauf zu achten, dass wir auch über solche Situationen nachdenken. Ich finde es nicht fair zu sagen, bisher ist das kein Überschwemmungsgebiet, liegt aber direkt neben einem Fluss, der jetzt im Juli auch Hochwasser führte. Ich denke, da muss man also noch mal intensiver drüber nachdenken. Jetzt zu meinen Fragen, die ich habe. Die erste Frage ist eigentlich keine Frage, sondern eine Forderung, die ich hier leider wiederholen muss, weil dem bisher nicht nachgekommen wurde.
Ich habe gefordert, dass die Stadträte die Möglichkeit haben, in den Kaufvertrag zum Grundstück Heinrich Heine, also Schierke-Ressort, zu nehmen. Bisher habe ich dazu keine Information aus der Verwaltung, wann und wo das möglich ist. Sie wissen, es geht darum, dass hier Forderungen gestellt werden aufgrund von Bodenverhältnissen. Dann ist im Hauptausschuss von mir gefordert worden, dass wir einen Ansprechpartner genannt bekommen im Kompetenzzentrum Bau zur Vergabe des Daches. Es ist das Hauptausschussprotokoll dankenswerterweise, Frau Dietrich, schon erstellt, aber leider steht dort kein Ansprechpartner, an den sich die Abgeordneten wenden können. Da können Sie jetzt nichts für, aber es war eine Forderung aus dem Hauptausschuss. Außerdem gab es die Forderung, über die Nachtragsprotokolle informiert zu werden, vor allem zum Kostentreiber Bodenvorbereitungsarbeiten. Auch das ist bisher nicht passiert. Es tut mir leid, wenn es jetzt piept. Dann habe ich noch eine Frage, die wir sicherlich heute nicht klären können, aber wo ich dringend darum bitte, dass wir alle noch mal darüber nachdenken. Ich habe im Protokoll der letzten Stadtratssitzung gelesen, dass Herr Albrecht noch mal darauf hingewiesen hat, dass es eine Untertitelung der Stadtratssitzungen geben sollte. Mich erschrecken dann immer so lapidare Antworten, ja, das kostet aber 5.000 Euro. Also Sie selber wissen, über welche Beträge wir heute hier diskutieren. Es kann doch nicht sein, dass wir die Barrierefreiheit, die wir im Hauptausschuss ausdrücklich gefordert haben, als es hieß, der offene Kanal überträgt, dass wir diese Barrierefreiheit jetzt an 5.000 Euro im Jahr sterben lassen. Ich bitte also in allen Fraktionen nochmal darüber nachzudenken, wie wir die Kuh hier vom Eis bekommen, sodass die Stadtratssitzungen mit Untertitelung ausgestrahlt werden können. Das war es erstmal. Dankeschön. Gibt es weitere Anfragen? Herr Thurm, bitte. Herr Sack, die Mikrofone, die hier im Saal stehen, sind die intakt? Hatten wir extra, um den Test zu berücksichtigen, nicht eingeschaltet. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, vor einem Jahr war in jedem Ausschuss und auch in jeder Stadtratssitzung die Flüchtlingsunterkunft in der Gewohnheit ein Thema. Mich würde einfach mal interessieren, wie die Entwicklung jetzt ist, wie die Gelegenheit ist, ob der Stadt zukünftig auch das tun will. Herr Fischer oder Herr Dorf. Gut, zunächst erst Herr Dorf, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, also zu den Fragen von Frau Wetzel kann ich sagen, dass eine Information an Sie gegangen ist, dass Sie alle Unterlagen bei mir einsehen können, die Sie interessieren, Vertragsunterlagen. Die E-Mail ist ergangen noch vor der Sommerpause, meine ich. Nach der Sommerpause war es. Sie haben eine Information von Herrn Fischer im Ausschuss bekommen. Also wenn Sie einen Kaufvertrag sehen wollen, können Sie das gerne bei mir machen und dazu einen Termin einsehen. Die zweite Frage, die Nachfragen, die Sie gestellt haben zum Thema Kostenentwicklung Schierke Arena, da hatten Sie eine Frage gestellt, die Antworten bekommen. Sie haben die Fragen noch einmal präzisiert und die werden in der angemessenen Frist dann auch beantwortet werden. Diese Fragen sind sehr umfangreich. Aktuell ist es so, dass die verantwortliche Bauingenieurin sich den Arm gebrochen hat. Der Vertreter hat sich den Fuß gebrochen nach einem Autounfall und ein weiterer Mitarbeiter ist im Urlaub, sodass das also auch nicht eine Frage von 3 Tagen ist, aber schnellstmöglich. Danke. Herr Fischer. Ja, zur Immobilie Kohlgarten ist der Verhandlungsstand wie folgt. Wir hatten ja bisher ein gestaffeltes Vertragsverhältnis mit dem DAK und dem Landkreis. Ich denke, ab dem dritten Quartal werden wir nur noch einen Vertragspartner haben, das wird der Landkreis Harz sein. Es war ursprünglich ein Vertragsverhältnis auf 2x5 Jahre. Wir werden das Vertragsverhältnis verkürzen auf 1x5 Jahre, sprich auf eine Restlaufzeit von 4 Jahren. Der Landkreis beabsichtigt, die Übergangswohnung im dritten Obergeschoss perspektivisch aufzugeben. Das heißt, wir werden nur noch im Bereich des ersten und zweiten Obergeschosses unbegleitete minderjährige Ausländer, wahrscheinlich um die 20 hier in dieser Unterkunft begrüßen können.
Darüber hinaus, und das ist das eigentliche Verhandlungsziel gewesen, der Verhandlungen, die ich mit dem Landkreis geführt habe, neben der klaren Fixierung auf einmal 5 Jahre statt 2x5 Jahre, dass wir eben auch das damals gegebene Versprechen einlösen, eine auf Zeit befristete Vermietung zu organisieren, dass wir erstens die dort getätigten Investitionen noch wahrscheinlich jetzt vollumfänglich in diesem Jahr 1:1 zurückbekommen. Das ist also ein Betrag, der jenseits der 300.000 Euro liegen wird, der kassenwirksam zurückkommt. Das ist aktueller Verhandlungsstand. Das Zweite ist, dass wir auch erstmalig in diesem Vertrag abgesichert haben, dass wir als Vermieter eine Belegungsübersicht bekommen, allmonatlich. Insofern können wir auch in den Ausschüssen dann punktgenau berichten, Nationalität, Geschlecht und auch Alter, was bisher so nicht möglich ist. Und drittens, es gibt auch eine Regelung, die neu ist, was jetzt auch einverhandelt wurde von mir, was die Pflege der Außenanlagen angeht. Also wir werden dann auch in den Ausschüssen, ich dann etwas konkreter werden, aber am Freitag wird sicherlich die letzte Unterschrift gesetzt werden und insofern werden wir dort eine gewisse Veränderung der vertraglichen Gestaltung erleben, insbesondere mit dem Ziel, dass das Geld zurückgekommen ist, was dort investiert wurde. Also sieht gut aus. Dankeschön. Weitere Anfragen? Ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Abberufung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit. Hier wird abberufen der Herr René Menzel, Ortswehrleiter der Feuerwehr in Schürke. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer der 69 aus 2017 folgen kann, den bitte ich um Sandzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Somit ist die 69 aus 2017 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Satzung zur Erhebung einer Kurtaxe in der Stadt Wernigerode mit der Vorlage 62 aus 2017. Eine Information meinerseits in den Unterlagen muss dann noch reingeschrieben werden, in Kraft treten 1.10.2017, sofern wir es heute beschließen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Herr Kevin Müller, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wertes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die SPD-Fraktion wird diese Beschlussvorlage nicht unterstützen. Wir sind der Auffassung, dass die Stadtverwaltung den Fraktionen in der Vergangenheit sehr erfolgreich, aber auch in der Zukunft räumliche Möglichkeiten bieten wird und bieten kann. Ich entschuldige mich. Bis gleich. Also, Herr Müller hat jetzt bewiesen, dass wir uns beeilen sollten. Das war der diskrete Hinweis. Habe ich das so richtig verstanden? Gut. Also. Nochmal die Satzung zur Erhöhung einer Kurtaxe in der Stadt Wernigerode. Hier nochmal das Inkrafttreten 1.10., sofern wir es heute beschließen. Und die Vorlage ist die 62 aus 2017. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Zu der 62 bitte. Das ist nicht der Fall. Der Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss hat mit 7 Ja und einer Nein-Stimme mehrheitlich empfohlen. Und der Hauptausschuss hat mit 9 Ja-Stimmen einstimmig empfohlen. Wenn auch Sie heute der 62 Ihr Ja-Wort geben möchten, bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Somit ist die 62 einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 9, Entschädigungssatzung der Stadt Wernigerode und Richtlinien für Fraktionsmittel, Vorlage 30 aus 2017. Wünscht hierzu jemand das Wort? Also, Herr Kevin Müller, bitte. Ja, wie gesagt, ich habe heute noch einen Elternabend um 20 Uhr, da habe ich gedacht, geht es ein bisschen schneller. Nein, wir von der SPD-Fraktion werden diese Beschlussvorlage ablehnen,
weil wir der Überzeugung sind, dass die Stadtverwaltung Räumlichkeiten in der Vergangenheit sehr erfolgreich den Fraktionen angeboten hat und dies auch in der Zukunft tun werden kann. Und deshalb sehen wir die Notwendigkeit, nicht hier 12.000 Euro für die Fraktionsarbeit zu investieren und werden diese Beschlussvorlage dann ablehnen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen? Frau Wetzel und anschließend Herr Dorf. Ja, ich wollte eigentlich diese Diskussion nicht nochmal aufmachen, aber die Argumentation ist einfach lächerlich, weil Herr Müller anscheinend die ganzen Ausschusssitzungen, in denen es um dieses Thema ging, nicht zugehört hat. Es geht nicht nur darum, Räumlichkeiten der Stadt Wernigerode für Sitzungen nutzen zu können. Es geht auch darum, einen Raum anbieten zu können für Bürgergespräche und unsere Stadtratsunterlagen, die wir trotz papierlosem Stadtrat immer noch haben, irgendwo auch abzustellen, abzulegen und dort auch vernünftig arbeiten zu können, Herr Müller. Und ich finde es schon, ehrlich gesagt, nicht fair, wie hier mit den Fraktionen umgegangen wird, die nicht unbedingt im schiefen Haus ihre Sitzungen veranstalten. Mich würde auch mal interessieren, ich weiß ja nicht, ob die SPD-Fraktion so offen darüber redet, ob sie die Räumlichkeiten im schiefen Haus mietfrei nutzen dürfen. Herr Müller möchte darauf antworten, bitte. Also da muss ich aufklären, nicht die SPD-Fraktion nutzt die Räumlichkeiten im schiefen Haus, sondern der SPD-Ortsverein und zahlt natürlich eine Miete an den Kunst- und Kulturverein. Weitere Wortmeldung. Ach ja, Herr Dorfer hatte sich schon gemeldet und angekündigt hatte ich ihn auch schon. Bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst lade ich Sie alle ein, auch die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung, soweit es möglich ist, zu nutzen. Die Grüne Fraktion macht das im Seniorenzentrum zurzeit, aber tatsächlich sind die Bedingungen der Fraktion unterschiedlich, da es sehr große und eben auch kleinere Fraktionen gibt. Der zweite Punkt, auf Wunsch des Finanzausschusses haben wir noch eine Entschädigung für den Ältestenrat vorgesehen. Das ist die Änderungsvorlage, die Ihnen vorliegt. Die Einreicher haben sich verständigt, die zu eigen zu machen. Das heißt, wenn abgestimmt wird, müssen Sie dann nur über das Gesamtpaket abstimmen. Dankeschön. Weitere Wortmeldung, Frau Wetzel? Ja, es tut mir leid, ich muss mich da noch mal zu Wort melden, weil ich lasse das so nicht im Raum stehen. Die Stadt konnte uns bisher keine Räume als Fraktionsräume anbieten, sondern wir nutzen sporadisch das Familienzentrum. Und ich halte es nicht für angemessen, dass die Fraktionen, egal ob groß oder klein, nicht mal einen Raum haben, wo sie Bürgergespräche anbieten können, Bürgersprechzeiten anbieten können und auch Unterlagen lagern können, die sie für die Stadtratsarbeit brauchen. Es geht hier nicht um meine privaten Fotoalben. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 16. August diesen Jahres mit 7 Ja und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich empfohlen. Wer also der Vorlage 30 aus 2017 auch jetzt und hier sein Votum geben möchte, sein positives Votum, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? 8 Gegenstimmen zähle ich. Enthaltungen? 1 Enthaltung. Somit ist die 30 aus 2017 mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur 39 aus 2017 mit dem Tagesordnungspunkt 10. Satzung zur Regelung der Wochenmärkte in der Stadt Wernigerode, kurz Wochenmarktsatzung genannt, mit der 01 eine Änderung, die besagt, dass die Schließungszeit nicht um 15 Uhr, sondern um 16 Uhr ist und dass die Öffnungszeiten des Wochenmarktes im zweiten Satz wie folgt geändert werden. Vom 6.01 alt wird durch 26.12 neu ersetzt. Gibt es zu der Vorlage 39 Wortmeldungen? Herr Schlieper bitte und dann Herr Winkelmann. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Gäste. Die SPD-Fraktion hat diese Vorlage eingebracht, um zu erreichen, dass mit der Erweiterung der Öffnungszeiten von 15 auf 16 Uhr kundenfreundlichere Öffnungszeiten erreicht werden. Und zum anderen soll mit dem zweiten Punkt erreicht werden, praktisch die Veränderung der Sperrzeit für den Wochenmarkt
von dem 6.1. auf den 26.12., dass eine Vermischung von öffentlichen Interessen, also des Weihnachtsmarktes und privaten Interessen des Wintermarktes ausgeschlossen wird. Das ist die Idee zu dieser Vorlage. Beim Ordnungsausschuss gab es eine entsprechende Reaktion, die sehr verhalten war. Und deswegen möchte ich persönlich einen Antrag stellen auf die Zurückverweisung in die Ausschüsse. Aus meiner Sicht ist die Wochenmarktsatzung weder optimal für Kunden, für Händler und auch nicht für die Stadt. Deshalb empfehle ich, folgende Sachverhalte noch einmal zu prüfen. Sollte man den Wochenmarkt zeitlich von April bis Oktober beschränken und somit die Winterzeit weitgehend ausschließen und sehr viele frische und frostempfindliche Waren angeboten werden? Sollte man 2 halbe Wochenmarkttage zu einem effektiven und hochwertigen Wochentag machen, zum Beispiel, dass man den Donnerstag wählt, somit wäre auch das Hochzeitsproblem gelöst und der Doppelaufwand der Händler wäre ausgeschlossen. Außerdem ist eine Beeinträchtigung der anliegenden Gewerbetreibenden reduziert. Ich möchte das einfach probieren, ob es hier Interesse gibt, das nochmal zu überarbeiten. Wie gesagt, ich finde, so wie es vorgelegt wurde, nicht optimal und nicht sinnvoll. Dankeschön. Herr Winkelmann, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, anschließend an Herrn Schuber möchte ich auch nochmal einige Worte dazu machen. Wir haben ja lange über dieses Thema diskutiert. Das ist ähnlich so wie mit dem Weihnachten, der Weihnachtsmarktsatzung, wo wir uns auch ewig aufgehalten haben, was auch wirklich nicht einfach war und wo wir jetzt gerade in diesem Jahr im Vorbelauf sind und in den nächsten Jahren nachjustieren werden. Vielleicht auch müssen. Der OB hat ja diese Diskussion angestoßen. Das war auch ein bisschen mein, ich habe davon raus, dass ich auch immer erst weg vom Markt, der doch zum Markt, der sich zum Markt bekennt. Es waren viele Diskussionen in den Ausschüssen. Generell muss man sagen, dass nicht steingemeißelt ist. Das muss erstmal sehens und verständlich sein. Auch war es für uns als Chatredner, auch in den Ausschüssen nicht ganz einfach, weil das Handeln mit den Händlern ein nicht so leichtes Spiel dargestellt hat. Für uns als Räte war es wichtig, das kam in sämtlichen Ausschüssen, in denen dieses Thema diskutiert wurde, raus, war die Verbesserung des Angebotes. Sprich, neue Anbieter oder ein attraktiveres Angebot überhaupt zu erstellen, auch durch die vorhandenen Anbieter. Dieser Auftrag liegt jetzt dem Ordnungsamt, das Ordnungsamt hat jetzt in dieser Wochenmarktsetzung ein sogenanntes Rundplus, auf das Rundplus kann man aufbauen. Und was den Schaltung angeht, wir haben uns jetzt auf diesen Markt geeinigt, das ist richtig, ich persönlich hätte mir, das habe ich schon mehrfach gesagt, auch ein bisschen mehr Mut bei den Ländern gewünscht, dass man sagt, okay, wir wechseln einfach dort, aber das ist die Diskussion, die ich auch nicht aufmachen. Das ist jetzt mehr die so eine Schiebung und ich denke, dass diese Setzung, wie sie jetzt hier vorliegt, erstmal für das Ordnungsamt und für die Stadtgarnierung eine Handlungsgrundlage darstellt und sollte es ein Jahr noch Diskussionsbedarf hinzugeben, dort vielleicht auch Verbesserungsvorschläge. Das ist überhaupt kein Problem, das einzuarbeiten. Aber wir sollten jetzt erstmal zur Darstellung und diese Sätze auch in die Hand bringen. Danke. Frau Wetzel, bitte. Ja, ich möchte im Namen meiner Fraktion den Rückverweisungsantrag von Herrn Schlieper unterstützen. Herr Winkelmann, wir sind sonst oft einer Meinung, aber wenn ich am 22.06. im Stadtrat beschließe, über 3 Ausschusssitzungen, die mehr oder weniger in die Ferien- und Sommerzeit fallen, in diese Satzung zu diskutieren, dann ist das für mich keine ausführliche und lange anhaltende Diskussion. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Geschichte, dass wir uns überhaupt damit befassen, hat den Hintergrund, dass es eine Ausschreibung gab, nicht, dass irgendein Stadtrat oder ein Ordnungsausschuss gesagt hat, wir müssten die mal überarbeiten, sondern es gab eine Ausschreibung der Verwaltung für die Neubestellung. Und erst da ist der Frust bei den Händlern hochgeschwappt, als es nämlich hieß, man kann sich nur noch für den Nico bewerben. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt dafür, dass wir uns überhaupt mit dieser Wochenmarktsatzung beschäftigt haben. Was im Moment Wochenmarkt ist und wie der Wochenmarkt im Moment aussieht, das wissen Sie alle. Es ist für mich unbefriedigend. Und da Herr Schlieper schon einige Punkte genannt hat, die er noch nicht gut berücksichtigt findet, würde ich das gerne von unserer Fraktion noch erweitern. Punkt 1, wir sind froh, dass es auf dem Markt bleiben soll. Punkt 2, wir möchten gerne auch mit der Satzung, und darum bitten wir um die Rückverweisung,
nochmal darüber diskutieren, wie kann man die Anbietersuche offensiver gestalten. Mir ist im Moment nicht klar, wie die Ausschreibung überhaupt erfolgt ist, wo sie erfolgt ist. Zweitens, ob es nicht möglich ist, auch kurzfristigere Verträge anzubieten. Es gibt zum Beispiel Verkäufer, die regional und saisonale Angebote haben, die sich gar nicht auf ein Jahr festlegen können. Die Standorte, ob man die vielleicht sogar auf dem Markt thematisch ordnet, also Gemüse, Obst und solche Sachen, Wurst, Fisch und Ähnliches. Und soweit ich weiß, wollen wir, was ich für einen Weihnachtsmarkt okay finde, wenn alle ein ähnliches Outfit haben, wollen wir hier auch, dass sich die Wagen ähneln. Für Anbieter, die in der Woche auf 4 oder 5 verschiedenen Wochenmärkten unterwegs sind, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass man nicht für jede Stadt eine eigene Husse fürs Fahrzeug kaufen oder anmieten kann. Das halte ich also für schwierig oder halten wir für schwierig. Ich verstehe, dass gesagt wird, die Händler haben manchmal keine Waren mehr. Ich bin selber berufstätig. Ich finde es schade, wenn wir die Öffnungszeiten, vor allem in den Sommermonaten, auf 16 Uhr kürzen. Das ist für mich fast unmöglich, dass nach der Arbeit noch einzurichten, den Wochenmarkt zu besuchen. Darum und aus anderen Gründen und anderen Möglichkeiten der Diskussion, die sich vielleicht noch eröffnen, bitten wir darum, die Vorlage in die Ausschüsse zurückzuverweisen und noch einmal mit diesen Vorschlägen zu prüfen und vielleicht auch zu ändern. Dankeschön. Herr Weber. Thema Wochenmarkt ist jetzt seit Wochen, nicht seit Monaten diskutiert worden und es sind alle Argumente hoch und runter ausgewertet worden. Die Händler, der Oberbürgermeister nochmal persönlich eingeladen. Ich denke, die Satzung, die sich jetzt vorliegt, ist ein guter Kompromiss, auf den man aufbauen kann und auf den man auch die Vorsitzführung des Wochenmarktes jetzt verurteilen kann. Und was ich persönlich etwas schwierig finde, wenn man eine Woche und Monate lang Ausschüssen führt, in der Öffentlichkeit, in der Presse, in den Fraktionen hoch und runter. Und wir sind heute in der Stadt tatsächlich, wo dann auch mal abgestimmt werden muss. Und dann kommen viele gute Vorschläge auf das Ziel geraten. Ich glaube, das ist nicht zielführend und das macht auch ehrlich gesagt die Stadtratsarbeit ein bisschen zunichte, wenn man immer wieder von vorne anfängt, immer wieder die gleichen Diskussionen führt und dann muss man auch mal zur Entscheidung kommen. Zur SPD-Vorlage. Zumindest für den zweiten Teil möchte ich etwas sagen, nämlich der Verkürzung der Sperrfrist für den Wochenmarkt. Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr intensiv zum Thema Weihnachtsmarkt diskutiert. Darauf hat Herr Finkelmann schon verwiesen und es war damals auch bei der ganzen konzeptionellen Weiterentwicklung der Wunsch gewesen, dass es in irgendeiner Form noch eine Nachnutzung gibt, weil die Touristen noch, wenn sie dann nach Weihnachten hier sind, doch in irgendeiner Form noch ein touristisches Angebot mitnehmen möchten. Und der Wintermarkt, das muss man jetzt ja auch sagen, auch wenn es eine private Einrichtung ist, ist ein Segen für diese Stadt. Und ich halte es für schwierig, jetzt ein Konzept, was eigentlich seit Jahren schon gut funktioniert und jetzt seit neuestem auf dem Marktplatz sehr gut funktioniert und in die Umbauregion, dass wir dem jetzt wieder Stöcke zwischen die Beine schmeißen, nämlich, ich sage jetzt mal, bei Händler, in der Winterzeit ihre Buden auf dem Marktplatz aufstellen können. Das für mich, da muss ich sagen, da fehlt mir auch ehrlich gesagt das Verständnis dafür. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat und diese Richtung eingeschlagen hat, dann kann man doch jetzt nicht 3 Monate später 180 Grad Kehrtwendung machen. Danke. Herr Friedrich, bitte. Ja, 2, 3 Bemerkungen zu dem, was jetzt gesagt worden ist. Also erstmal bin ich der Meinung, dass wir über 8 Wochen Zeit hatten, und da wird nicht die ganze Zeit Urlaub gewesen sein, uns mit dem Thema zu befassen. Der Ordnungsausschuss hat es sehr ausführlich gemacht, im Vorfeld hat es der Wirtschaftsausschuss sehr ausführlich gemacht. Und zur Richtigstellung muss ich 2 Dinge sagen. Das eine ist, dass die Ausschreibung nach der alten Satzung erfolgt ist und nicht, weil eben mal eine Ausschreibung erfolgt ist, jetzt die neue Satzung kommen muss. Nein, die neue Wochenmarktsatzung hätte schon längst da sein müssen. Das hat in der Verwaltung nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es hat sich hingezogen, auch durch die bekannten Personalwechsel. Aber die Ausschreibung ist in diesem Jahr sowieso fällig gewesen nach der alten Satzung. Und im Vorfeld hat sich eines vorab mit sehr viel Wehklagen und sehr viel Vehemenz letztendlich klar gezeigt, dass eine Veränderung des,
des Ortes des Wochenmarktes vom Marktplatz weg wahrscheinlich kein Thema mehr sein würde, ist auch in keiner politischen Diskussion danach nochmal aufgebracht worden. Und dass letztendlich auch die Veränderung der Tage ein schwieriges Unterfangen wäre für die Daueranbieter auf dem Markt. Die beiden Dinge sind auch in den Diskussionen gar nicht mehr hochgekommen. Eine Öffnung für operative Angebote, kurzfristige Angebote, Frau Wetzel, ist drin. Die ist, wir haben uns sehr viele Dinge geöffnet, wo operativ das Amt entscheiden kann, wer kann noch dazukommen, nur mit begrenzten Angeboten. Ich denke an den Erdbeermenschen, der jetzt über den Sommer da war, dem die Ware aus der Hand gerissen wurde. Der wird sicherlich im Januar nicht kommen, das ist einfach so. Und darüber wollten wir uns unterhalten, dass dafür Offenheit herrscht. Das wird heißen, dass sich das Bild des Marktes auf dem Marktplatz Kern in Zukunft auch immer mal wandeln wird mit anderen Anbietern, die nur zeitweise da sind. Dafür ist die Offenheit in der Satzung gegeben. Also ich habe aus Verwaltungssicht heute keinen Grund mehr, da noch einmal drüber zu diskutieren. Wenn Sie das als Rat hier beschließen, dann ist das der Werdegang, der vorgegeben ist. Aber ich sehe keinen Diskussionsbedarf weiter zu den Öffnungszeiten, vielleicht noch so viel. Es war immer eine Diskussion, dass das Bild des Marktes am Nachmittag ein nicht mehr gutes ist, weniger am Vormittag, weil am Nachmittag die Abreisebewegung irgendwann nach 14, 14.30 einsetzt derer, die einfach nichts mehr zu verkaufen haben. Ich habe das scherzhafterweise in den Ausschüssen immer gesagt, der Bockwurstverkäufer, den kann ich bis 22 Uhr stehen lassen, der verkauft immer irgendwas. Aber der Gemüsehändler wird zu der Zeit, der Blumenhändler wahrscheinlich keine Geschäfte mehr machen, beziehungsweise gar keine Geschäfte mehr machen können, weil er keine Ware mehr hat. Andere Städte enden generell in den Wochenmärkten mit 13, 14 Uhr spätestens. Wir waren irgendwie ein Dinosaurier schon mit unserem 18 Uhr, das wir jetzt noch stehen haben, beziehungsweise Winter 17 Uhr. Damit halte ich 15 Uhr für angemessen, um diese Abreisebewegung, Unruhe, Lücken, die sich dann bilden, Deichseln, die angebaut werden, Autos, die drüber fahren, Ähnliches. Das wollten wir als Verwaltung vermeiden. Diese eine Stunde macht mich dabei nicht krank, sage ich auch. Aber das war das Anliegen aller bisher in der Diskussion Beteiligten. Danke. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine. Wir haben hier einen Antrag auf Rückverweisung in die entsprechenden Ausschüsse. Wer diesem Antrag folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Und ich bitte, Moment, ich bitte, sich deutlich zu melden. Ich habe vorhin schon mal gesehen, dass die Hände nicht wieder ganz oben sind. Zum Zählen ist es immer besser, wenn man sich deutlich meldet. Also, wer dem Antrag auf Verweisung in die Ausschüsse folgen kann, nehme ich ums Handzeichen. Vier. Wer dem nicht folgen kann, die Rückverweisung, nehme ich ums Handzeichen. Dankeschön. Enthaltungen. Bei vier Enthaltungen ist es mehrheitlich die Vertagung abgelehnt. Wir kommen jetzt zur Änderungsvorlage, das ist die, ich gucke die 02, zur Information, die 01 ist vom Einreicher, darüber müssen wir nicht befinden. Wenn der Einreicher eine Änderung macht, wird das automatisch Bestandteil der Beschlussvorlage. Also wir haben hier die 02, die hier mehrheitlich im Ordnungsausschuss nicht zum Beschluss empfohlen worden ist. Wer dann 39 aus 02 folgen kann, dem bitte ums Handzeichen. Also nochmal, wer der 02, sprich die veränderten Öffnungszeiten auf 16 Uhr und den 26.12. statt 6.1., wer dieser Änderung folgen kann, nämlich ums Handzeichen. 6, 7, 8. Bitte entscheiden, ob das in der Hand oben oder unten ist. Also ich habe 8 gezählt. Ich habe 8 gezählt. Also bitte, wer dann 39.02 die Änderung folgen kann, dem bitte ums Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Gut. Wer der Änderung nicht folgen kann, dem bitte ums Handzeichen. Dankeschön. Und dann noch die Enthaltungen. Da sind 3 Enthaltungen. Somit ist also die Änderung 02 mehrheitlich abgelehnt. Wir kommen jetzt zum Beschluss der Ursprungs- bzw. der Vorlage, die uns jetzt vorliegt. Wer dann 39 aus 2017 in dem jetzt vorliegenden Entwurf bestätigen möchte, bitte ich ums Handzeichen.
Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? 1, 2, 3 Enthaltungen. Somit ist also die 39 mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 72, Umschichtung von Haushaltsmitteln für den Bau der Schürker Feuerstein Arena. Und hier meine Frage, wer möchte hierzu das Wort ergreifen? Herr Oberbürgermeister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Präsident, es ist sicherlich eines in der Tat heiß diskutiertesten Projekte, zumindest seit ich hier im Amt sein darf. Und das macht es erforderlich, da doch ein paar Worte heute noch zu sagen, weil wir stehen in der Tat vor zwei nicht ganz unwichtigen Entscheidungen nachher. Und ich hoffe natürlich darauf, dass Sie weitestgehend dann auch dem Vorschlag der Verwaltung folgen. Gestatten Sie mir, dass ich ein wenig aushole, weil es, glaube ich, angemessen ist, auch für dieses Projekt sich einzusetzen und zu kämpfen. Wer vorhin mit, da schlage ich gern die Brücke, wer vorhin mit die Gelegenheit genutzt hat, die goldene Bucheintragung von Herrn Jürgen Sander, dem langjährigen Geschäftsführer von VM Motors und lang Elmo-Werke von Wernigerode, der hat vorhin auch gesagt, es lohnt sich immer für ein gutes Ziel zu kämpfen. Und Sie wissen, dass wir dafür kämpfen, seit Jahren, um dieses in der Tat anspruchsvolle, ambitionierte, sicherlich auch schwierige Projekt, Schürker Feuerstein Arena. Und da möchte ich gerne zwei, drei Parallelen ziehen, die viele von Ihnen sicherlich dann auch in Ihre gesamte Überlegung vielleicht noch mit einfließen lassen können. Herr Sander hat das vorhin gebracht. Interessanterweise war das offensichtlich auch beim Neubau der B6 so. Und ob es denn am Nordbereich von Wernigerode noch einen weiteren Anschluss geben müsse, und da gab es viel Diskussionen und immer wieder war die Frage, brauchen wir denn das? Und heute sind alle froh, dass es gemacht worden ist. Erinnern Sie sich, und Sie sicherlich besser als ich, als etwa im Jahre 2000 noch eine nahezu katastrophale Verkehrssituation in Wernigerode herrschte, bevor der Altstadtkreisel, der ja gar kein Kreisel geworden ist letztlich, aber ein Tunnel geworden ist, bevor der gebaut worden ist, und auch da gab es heiße Diskussionen. Und es gab nicht zuletzt auch nicht unmaßgebliche Veränderungen in der Kostenstruktur, die auch schwer sicherlich vermittelbar waren. Und bis vor wenigen Jahren haben wir da intensiv mit dem Verkehrsministerium noch gerungen, um letztlich auch die Kosten weitestgehend dann da auch dort zu lassen, wo sie aus unserer Sicht hingehören, nämlich beim Bund. Oder im Bereich der Zaunwiese oder zwischen Zaunwiese und Nonnbergsweg, das Gelände, was heute erstrahlt, als ehemaliges Landesgartenschaugelände und jetzt als Bürgerpark mit dem Miniaturenpark, wie hat das dort ausgesehen? Und auch da gab es intensivste Diskussionen, ob man das braucht, ob man denn eine Landesgartenschau nach Wernigerode holen will. Und deshalb wollte ich Ihnen diese Beispiele einfach nennen, dass man nochmal ins Bewusstsein ruft, dass es natürlich immer schwierig ist, große Projekte anzuschieben und die dann auch durchzuhalten. Aber bislang, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben all die Dinge, die in der Stadt Wernigerode umgesetzt worden sind, letztlich dann auch zu einer Verbesserung der Gesamtsituation, der wirtschaftlichen, der touristischen und auch der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Wernigerode geführt. Und da möchte ich jetzt die Brücke schlagen in den kleinen Oberharzort Schierke, den wir vor nunmehr 6 Jahren eingemeindet haben oder vor 7 Jahren bereits. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wenn er da durchgefahren ist, durch diesen Ort, wie er ausgesehen hat, mit den verfallenen Häusern, mit den einstürzenden Brücken, mit einer maroden Turnhalle, also nahezu alles, mit wenigen Ausnahmen im Privatbesitz, aber nahezu alles war dort verfallen und runtergekommen. Aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht weiter bewerten. Und wir haben dann gemeinsam den Mut gehabt, die Grundsatzentscheidung zu treffen, zu sagen, wir wollen diesen Ort entwickeln und haben ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet, mit einer Vielzahl von Bausteinen, mit einer gigantischen Summe, die da drin stand, die damals alle gesagt haben, das ist unmöglich, das kann man sicherlich niemals so realisieren. Und fahren Sie heute mal durch Schierke. Und wenn Sie dort sehen, was sich dort in den letzten Jahren, nicht nur die Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Wernigerode mit Unterstützung des Landes, sondern was sich dort auch im privaten Sektor getan hat, wie die Menschen dort ihre Häuser wieder schön gemacht haben, wie kleine Pensionen sich modernisiert haben, und wie eine Vielzahl anderer Investitionen jetzt in der Vorbereitung sind. Ich habe gerade heute für den nächsten Bauausschuss und damit für die nächste Stadtratssitzung einen weiteren Bebauungsplanentwurf
unterzeichnet, der in die Diskussion gehen wird für den Neubau bzw. Um- und Ausbau des legendären Hotels in der im Zentrum von Schirk, nämlich dem Hotel Fürstenhöhe, was so ganz zentral diesen Ort prägt und seit Jahren, nahezu Jahrzehnten auch vor dem Verfall steht. Und all diese Dinge, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis hin zu dem Schirker Ressort, welches in wenigen Wochen, in Monaten eröffnen wird, all diese Dinge hätte es nicht gegeben, wenn wir damals nicht gemeinsam den Mut gehabt hätten, diesen Ort anzufassen, zu sagen, wir geben hier wieder Vertrauen in die Entwicklung dieses Ortes und es ist uns gelungen, letztlich die Einwohnerzahl zu stabilisieren. Wir haben steigende Übernachtungszahlen und die Schirker Feuersteinarena, und da bin ich jetzt auch bei dem Punkt, um den es jetzt eigentlich geht, die trägt natürlich nicht unmaßgeblich dazu bei, dass die Attraktivität des Ortes steigen wird. Natürlich ist es bitter, und da mache ich auch gar keinen Hehl daraus, und das finde ich immer etwas verwunderlich, wenn der ein oder andere aus dem Kreise des Stadtrates meint, die Stadtverwaltung habe Gefallen daran, wenn eine Baumaßnahme teurer wird. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, im Gegenteil. Aber gewisse Dinge, die können wir leider eben auch nicht verhindern. Das muss man auch so deutlich sagen. Und wenn ich noch an die Diskussion vor drei Jahren denke, hier im Stadtrat, als es darum ging, ob wir diese Arena bauen oder nicht, das war zugegebenermaßen eine knappe Entscheidung, keine Frage. Aber wir haben uns dazu entschieden, dieses Projekt umzusetzen. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war, das Projekt anzugehen. Und dass uns dann letztlich auf der Zielgeraden, und das sage ich einfach mal, wenige Monate vor der Eröffnung dieser Einrichtung, das Landesministerium einen Teil der Förderung verwehrt und sagt, wir kriegen das nicht. Das konnten wir nicht wissen. Das muss man einfach mal sagen. Natürlich ist das bitter. Aber wenn ich die Gesamtsumme sehe, die wir in den vergangenen Jahren an Fördermitteln auch für Schirke bekommen haben, für die gesamte Stadt, nicht nur für Schirke, sondern für die gesamte Stadt, dann sind natürlich diese 480.000 Euro dann vergleichsweise wenig. Ich will das nicht schönreden, keine Frage. Und wir werden auch, und das habe ich Ihnen auch schon, oder das wurde zumindest, denke ich, im Schirke-Ausschuss auch deutlich gemacht, und ich glaube, im letzten Stadtrat haben wir es auch schon gesagt, natürlich werden wir uns nach Fertigstellung der Baumaßnahme auch noch sehr intensiv mit dem Architekturbüro auseinandersetzen, ob nicht gegebenenfalls in der Tat in der Vorbereitungsphase, in der Planungsphase die eine oder andere Sache nicht so beurteilt worden ist, wie sie sich dann letztlich herausgestellt hat. Aber das kann jetzt doch nicht am Ende dazu führen, dass wir, wenn wir nahezu 8 Millionen oder 7,6 Millionen Euro in dieses auch wirklich tolle Projekt investiert haben, was weit über die Grenzen hinaus sicherlich auch für Aufmerksamkeit sorgen wird, dass wir jetzt die Fertigstellung dieses Bauvorhabens scheitern lassen. Wir haben Ihnen einen Vorschlag unterbreitet, wie wir die Finanzierung in diesem Jahr sichern, und zwar auch aus einem Projekt, welches in Schirk umgesetzt werden soll. Auch die Feuerwehr zählt zu den von mir aufgezählten maroden Gebäuden. Das wissen Sie alle, der Bedarf ist enorm, dass wir diese Feuerwehr da oben endlich den modernen Standards anpassen. Aber wir kriegen in diesem Jahr aus unterschiedlichsten Gründen die Baumaßnahmen in der Dimension, wie wir sie im Haushaltsplan haben, nicht mehr umgesetzt. Und deshalb, glaube ich, ist es ein vernünftiger Vorschlag zu sagen, wir nehmen das Geld aus diesem Bereich heraus und switchen es um, um letztlich die letzten Aufträge für die nächsten 3,5 Monate noch auslösen zu können, um dann auch zu dem avisierten Eröffnungstermin letztlich eine nahezu fertige Arena präsentieren zu können und nicht zu sagen, ja, wir sind hiermit nicht ganz fertig geworden, weil wir das Geld dafür nicht hatten. Und wir haben ja auch im Moment, muss man ehrlich sagen, dann nicht die Alternative, wie soll es denn dann weitergehen. Wir können doch jetzt nicht wirklich eine solche Maßnahme in dieser Phase stoppen, das will ich auch ganz deutlich sagen. Natürlich kann man über die Dimension des Daches sich streiten. Da kann man sagen, okay, das hätte alles kleiner sein können. Aber wenn ich darunter ein Eishockeyfeld habe, dann kann ich natürlich kein Dach bauen für eine Tischtennisplatte. Das geht nicht. Und deshalb ist letztlich das Dach am Ende auch so groß ausgefallen, wie es jetzt ist. Und die Diskussion, ob das Dach oder nicht, die ist auch durch. Das muss man auch sagen. Die Aufträge sind ausgelöst. Das ist gar nicht mehr die Frage. Wir müssen jetzt am Ende die letzten wenigen Maßnahmen umsetzen. Da bitte ich Sie in der Tat, uns zu folgen und da diesen Beschluss dann auch zu fassen, um die Finanzierung sicherzustellen, dass es nicht uns geht, wie dem einen oder anderen in dieser Bundesrepublik, dass Baumaßnahmen aufgrund fehlenden Geldes dann vielleicht über Jahre hinweg dann vielleicht nicht fertiggestellt werden. Ich glaube, das wäre ein Pyrrhus-Sieg, wenn man das denn ohnehin als Sieg bezeichnen könnte. Und es würde sicherlich uns, der Stadt und dem Tourismusstandort Harz und Wernigerode eher schaden als nützen. Und vielleicht ist ja dann die Arena nächstes Jahr unter den Top Highlights aus touristischer Sicht. Top 100 würde reichen. 10 muss nicht sein. Ja, das vielleicht dazu. Und dann möchte ich noch natürlich, ich fasse das zusammen, da gehe ich jetzt mal wie Herr Müller, da gehe ich mal eine Vorlage schon vor.
das war eine gute Vorlage. Wir diskutieren ja sehr intensiv jetzt über die Frage, wie starten wir mit dieser Arena an dem Markt. Wir haben ein neues Produkt, einen neuen Betrieb geschaffen, der ist so gut wie fertig. Wir hoffen, dass wir ihn fertigstellen können. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und ich möchte die Gelegenheit auch hier nutzen, auch denen ruhig mal Danke zu sagen, die da wirklich intensivst dran arbeiten, bei allen Unwägbarkeiten und bei allen teilweise schwierigen Diskussionen auch in der Öffentlichkeit. Aber glauben Sie, es ist ein tolles Projekt und wir müssen dieses tolle Projekt natürlich auch entsprechend an den Markt bringen, wie jedes gute Unternehmen auch. Wenn ein Unternehmer ein neues Unternehmen an den Markt bringt, eine neue Einrichtung, dann macht er dafür Werbung und dann macht er eine tolle Eröffnungsveranstaltung. Völlig klar. Und dazu braucht es im Vorfeld und nicht erst im Dezember, sondern dazu braucht es jetzt Entscheidungen, um das alles auf den Weg zu bringen. Da müssen Bestellungen ausgelöst werden und. Das sind ja alles lange Prozesse, gerade wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt. Und deshalb bitte ich Sie auch, der zweiten Vorlage zuzustimmen. Ich will mit dieser Arithmetik gar nicht anfangen, welches Geld ist schon im Haushalt und welches nicht. Das ist alles, das haben Sie in den Ausschüssen intensiv diskutiert. Ich hoffe, dass Sie es auch alle verstanden haben, weil das manchmal gar nicht, das ist kein Vorwurf. Es ist einem manchmal gar nicht so einfach, diese ganze Haushaltsarithmetik da so auch in das rechte Licht zu rücken. Ich will nur noch auf eine Sache aufmerksam machen, nämlich, dass, oder zwei Zahlen möchte, die erspare ich Ihnen nicht. Wenn das Heinrich-Heine-Ressort, das heißt ja jetzt das Schirke, das haben sich die Marketingleute so ausgedacht, wenn das ans Netz geht und wenn das im nächsten Jahr nur eine Auslastung von 50% hat, und wir gehen davon aus, dass es höher sein wird, dann generieren wir allein aus dieser Einrichtung im Jahr nahezu 80.000 Euro zusätzlicher Kurtaxeinnahmen. Nur bei 50% der Auslastung. Und dies pro Jahr und nicht nur einmalig. So, und deshalb ist es natürlich gut, wenn wir am gleichen Tage mit den Investoren Lüders Bürger am 15.12. unsere tolle Schirke Feuerstein Arena eröffnen, dann sind dort oben die Gäste, die übernachten das Wochenende und die haben dann die Freude daran, hoffe ich zumindest, dort vernünftig Eislaufen zu können. Das ist die eine Zahl, die ich nennen wollte. Und die zweite ist, um vielleicht dann noch ein bisschen die Schärfe aus der Diskussion zu nehmen. Wir haben, das ist auch meines Wissens in den Unterlagen vermerkt, aber es ist auch Hinweis bzw. intensivster Forderung unseres ja doch sehr vorsichtig agierenden Kämmerers immer wieder, das wissen Sie, gesagt worden, diese Summe können Sie nicht in den Ansatz bringen. Aber natürlich sind wir dabei und insbesondere Herr Mehling und seine Leute, Sponsoren und Partner zu finden, die auch für diesen Tag etwas mit in den Topf werfen. Und das machen die auch. Aber je länger wir natürlich negativ über ein Produkt reden, je schwerer ist es natürlich, Sponsoren zu finden, die sagen, okay, ich bin bereit, jetzt hier in Größenordnungen auch eine tolle Einrichtung für unsere Region mit ans Netz zu bringen. Deshalb sage ich, wir haben irgendwo, ich glaube 40.000 Euro stehen da im Raum, die jetzt schon mehr oder weniger kalkuliert sind, aber Herr Holz hat gesagt, die können wir noch nicht in Ansatz bringen. Und jetzt will ich nicht diese Mathematik aufmachen und sagen, wir ziehen die von dieser Summe ab und dann bleibt irgendwo etwas unter 100.000 übrig und dann sind wir unter den 200.000. Das kann man so machen. Aber es ist doch, ich sage mal so, Mensch, lasst uns lieber noch oben drauflegen, diese 20.000 Euro. Wenn sie denn kommen. Und deshalb mein Plädoyer, und damit bin ich auch am Ende, Sie sehen mir das bitte nach, aber wir haben sehr intensiv wirklich um diese Einrichtung gekämpft. Sie wird unser Angebot im gesamten Harz deutlich bereichern. Es wird überregional mit Sicherheit positive Schlagzeilen geben. Und ich bin überzeugt davon, dass das wie bei vielen anderen Projekten der Stadt Wernigerode seit 25 Jahren so ist. Wenn es dann fertig ist und wenn es gut ist, dann waren alle mit dabei und freuen sich darüber. Und das wünsche ich uns allen gemeinsam, dass wir das so hinbringen. Es ist eine tolle Einrichtung, die da geschaffen worden ist. Und wir brauchen sie im Harz, um den Tourismus weiter so zu entwickeln, wie das in den letzten Jahren geschehen ist. Vielen Dank. Ich bitte Sie also, beiden Vorlagen zuzustimmen. So, jetzt haben wir die 72 aus 2017. Ich muss noch ergänzen, es gibt da dazu noch eine 01 und dazu hat sich jetzt Herr Winkelmann gemeldet und den bitte ich jetzt auch ans Mikrofon. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vorlage, die Michael Elbrich und ich eingebracht haben. Es ist ja bekannt, dass 480.000 Euro dieser Regelung, dass der Haushaltsmittel fehlen ist momentan, die Hausindustrie und dem Budget des Feuerwehrhauses. Feuerwaffenschirke, eigentlich muss es heißen, nur die Funktionsgebäude, denn dort sind ja bekanntermaßen nicht nur die Feuerwehrmittel, sondern auch im Berg, auch in der Bau, was auch unbedingt notwendig ist, auch in der Bewegungsverhältnisgebäude oben Schirke. Und wir sehen da eine Notwendigkeit, dass diese 480.000 Euro, die jetzt hier umgeschichtet werden müssen, dass diese in dem Haushaltsjahr 2018 neu eingestellt werden.
Gutachten steht es nicht so drin. Das heißt also, es steht eine Begründung vor, dass es kommen wird, aber es ist nicht festgeschrieben. Ich sehe es so, wir haben im Bauausschuss lange darüber gesprochen, wir haben im Stadtrat hier diesen Beschluss gefasst, dieses Multifunktionsgebäude. Und dieses Multifunktionsgebäude muss auch ein Signal nach außen geben. Das heißt, in anderen Worten, wir müssen das Signal geben, es wird an diesem Gebäude 2018 weitergebaut, es wird fertig gebaut. Wir haben schon eine Baustelle, die steht momentan nicht, das ist der Kindergarten. Da wird es ja dann auch 2018 weitergehen, wird es ja ganz, sage ich mal. Aber wir müssen im Grunde genommen uns als Stadträte auch bekennen dazu, dass diese Dinge, die wir eigentlich verkackt haben, auch zu Ende gebracht werden. Aus diesem Grund wurde diese Beschlussvorlage geschrieben von uns beiden. Für mich ist Nummer eins, und ich hoffe, ich wollte vorher auch eins geben. Diese Landeräte eben habe ich erwartet und nichts anderes habe ich auch von ihm. Da habe ich als ehrliches Signal der Führung erwartet, der immer auf dem Schirm, immer auf dem Schirm stand, wie kein anderer. Und man muss natürlich auch die Stimmung der Bevölkerung achten. Da möchte ich jetzt mal zwei, drei Mal in Worte sagen. Viele verbinden, egal ob sie in einem Land A, B oder C gehen, alles nur aus den Kosten verbinden, ist ein Schirm. Das hat einen schönen Grund. Es geht um Millionen, es geht um Größenordnungen, die vielleicht in einer noch schwer zu verstehen sind. Da ist es mir wichtig, dass auch diese Berlin-Empfehlung etwas und auch der Ortsteil nicht so etwas Achtung finden. Das Ortsumgebungskonzept, was wir dort oben vorfestschreiben, wir machen ja bei Fahrt mit dem Schöpfausschuss im nächsten. Ich habe schon im letzten Schöpfausschuss auch im Bauausschuss gebracht. Wir sollten erstmal die Dinge, die wir jetzt angefangen haben, dort oben zu Ende bringen, ein Schussstrich runterhaben, dass es auch funktioniert. Das Ortsumgebungskonzept muss man natürlich weiter fahren. Man muss aber erstmal in die Schublade gucken, wo kommen wir dann hin? Erstmal Luft holen. Vielleicht ist es auch so, dass diese Orte sich selber regenerieren. Das kann auch sein, dass die Regierung einmal mit dem sagen, okay, wir haben eigentlich um bestimmte Dinge zu machen, aber auf Teufel raus, ich rede nur von einem Hochbefahrung oder von einer Umschaltung der Fußgängerzone, das ist wichtig, ich weiß es. Aber im ersten und ersten Schritt ist es erstmal wichtig für alle und auch für die kleinen Bürger, dass es zu Ende gebracht wird. Es muss zu Ende gebracht werden, was wir jetzt angefangen haben. Und da stehe ich auch einfach für. Wir haben jetzt auch ein Kurskonzept. Ein Punkt, wir haben vier Punkte doppelt. Drei Treffen wir noch öffentliche Investitionen. Der vierte, das sind die privaten Investitionen. Das ist aus meiner Sicht der Punkt, wo wir jetzt ansetzen müssen. Und das ist ja auch schon die Akquise läuft auch schon, wenn es jetzt gerade Überlegung, dass wir eine Bauungsplanung für einen Hotelbau, der ja auch sehr wichtig ist, dann kann man das nur begrüßen. Und das ist der richtige Weg. Öffentliche Bauten können wir machen, aber wir haben auch hier wieder viele, viele Baustellen. Wir haben schon mal über den Flug gesprochen, wir haben über die Kosten gesprochen, diese Sachen, die jetzt entstanden sind, die Schäden, die entstanden sind, zu beseitigen. Das Problem schieben wir jetzt nur vor uns her. Wir haben ein schönes Budget, das ist mit dem Budget müssen wir arbeiten, wenn wir eine Akquise tätigen, heißt, wir haben wieder mehrere, die einen über die Flugkasse und andere Dinge, dann ist das gut. Dann können wir auch weiter investieren, aber ich plädiere dafür, um auch noch ein bisschen vorzugreifen, dieses Ortsentwicklungskonzept zwar zu schreiben, aber mit ruhigen, sachlichen Schritten zu gucken, wo wir hinkommen. Was die Änderungsvorlage angeht, meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte ich Sie, um auch dieses Signal auszubringen, wir möchten gerne diese Arena in die Stadt bringen, wir möchten sie auch zu Ende bringen, als haben wir ja Quatsch, weil wir das die Förderquelle dazu bezahlen müssten, von der Regel nicht von Herrn Fischer, in allen Ausschüssen erklären, möchte ich auch bitten, dass Sie dieser Vorlage zustimmen. Danke. Ja, bitte. Herr Oberbürgermeister. Ja, Herr Winkelmann, ich möchte aus Sicht der Verwaltung sagen, dass wir dies gerne als Einreicher auch übernehmen würden, um damit diesen Punkt, der für uns selbstverständlich war, ich sage, Sie haben es ja auch deutlich gemacht, aber Sie möchten es gerne nochmal explizit, und dann sollen wir es reinschreiben. Das stand für uns nie außer Frage, aber insofern, ich würde das übernehmen, dass wir das da mit unterbringen. Ja, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen zur 72? Herr Schatz, bitte, dann Herr Diesner. Herr Oberbürgermeister, Herr Vorsitzender, wir haben jetzt wieder die typische Rede von Herrn Gaffert gehört, das war zu erwarten. Die Geschichte von den Leuchttürmen, die Land auf, Land ab gebaut werden, aber in vielen Leuchttürmen, die viele Bürgermeister gebaut wurden, ging ganz schnell auch das Licht aus. Das darf man nicht bedenken, das darf man nicht vergessen. Und genau das ist die Sorge, von der auch Herr Winkelmann gerade sprach, dass viele Wernigeröder nicht mehr verstehen, wie viel Geld dort oben in Schürke, in eine Infrastruktur
verbaut wird, die mit öffentlicher Daseinsvorsorge, nämlich der ureigensten Aufgabe einer Kommune, nicht viel zu tun hat. Durch das Hochwasser ist uns jetzt unglücklicherweise vor Augen geführt worden, dass es noch andere Aufgaben gibt, denen sich eine Kommune widmen sollte. Und wir können, das hat Herr Winkelmann auch gesagt, jeden Euro nur einmal ausgeben. Und wir können damit ein Eisstadion im Wald überdachen oder wir können uns über den Hochwasserschutz in der Stadt Gedanken machen. Das aber nur am Rande, deswegen auch der Hintergrund unserer Kritik, die Kritik derer, die das Eisstadion in dieser Dimension schon immer für unvernünftig gehalten haben. 2014 oft für eine wesentlich kleinere Variante gefochten haben und wie gesagt damals auch im Stadtrat knapp unterlegen sind. Wir sind jetzt in einer Situation, vor der wir damals immer gewarnt haben, dass uns dieses Prestigeobjekt vor die Füße fallen wird. Wir haben sicherlich damals weniger an die Investitionskosten gedacht, vielmehr an die Betriebskosten. Aber nun passiert es uns schon während der Investition. Und man kann jetzt in diesem Punkt an sich gar keine vernünftige Entscheidung mehr fällen. Wir haben nur die Wahl zwischen dem kleinen Wahnsinn und dem großen Wahnsinn. Der große Wahnsinn wäre, dort oben eine Bauruine stehen zu haben, die gleichzeitig eine Investruine ist. Der kleine Wahnsinn ist, fertig zu bauen und nur eine Investruine zu haben. Ich werde dieser Vorlage nicht zustimmen, werde mich für den kleinen Wahnsinn entscheiden, werde mich enthalten. Es wäre sicherlich völlig unvernünftig, diese Maßnahme nicht zu Ende zu führen. Da bin ich beim Oberbürgermeister. Trotzdem ändert das nichts an unserer grundsätzlichen Kritik. Herr Riesen und dann Herr Müller. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren, die Diskussion um die Ortsentwicklung Schirke. Die Diskussion um die Ortsentwicklung Schirke prägt nun schon seit Jahren und Monaten die Arbeit im Rat, aber eben auch innerhalb unserer Fraktion. Und ich darf ja sagen, diese Diskussion wird auf breiter Ebene auch geführt und es geht auch sehr kontrovers zu. Der Oberbürgermeister sagt, wir haben vor Jahren den Mut gehabt, gemeinsam das Projekt, den Ort Schirke zu entwickeln. Das ist so und dazu stehen auch die Stadträte. Aber wir haben auch die Verantwortung und die Pflicht, den Mut zu haben, wenn Dinge sich verändern, einfach neu zu bewerten oder gegebenenfalls auch hier Veränderungen herbeizuführen. Bei dieser Vorlage geht es in einem Gesamtrahmen oder im Verhältnis zum Gesamtrahmen von 40 nur um eine halbe Million. Dennoch wird dieses Thema zum Streitthema, zum Zankapfel zwischen Verwaltung und Stadträten hin und wieder innerhalb der Fraktionen oder eben auch die Bürger melden sich zu Wort. Denn bei aller Vielfalt und Differenziertheit in der Argumentation wird eines immer deutlicher: Die Kosten für die Ortsentwicklung sind gewaltig, aus dem Ruder gelaufen und hier ist eine Grenze angezeigt. Der überwiegende Teil der Bürger hinterfragt inzwischen, und wenn man genau hinhört, hört man das auf wirklich breiter Ebene, die Verhältnismäßigkeit zwischen Investitionen und auch dem Nutzen. Und niemand hier im Raum kann uns tatsächlich sagen, auch nur annähernd sagen, ob die Rechnung am Ende aufgeht, ob auf der Habenseite ein paar Zahlen stehen oder ob nicht alles noch schlimmer kommt. Was macht uns die Entscheidung letztendlich als Stadträte und auch innerhalb der Fraktion so schwer? Der Fördermittelgeber tritt von den zugesagten Förderungen zurück. Der Finanzausschuss, der als erstes tagte nach dem Sommer, lehnt mehrheitlich ab. Dann kommt die Information, dass der Fördermittelgeber gegebenenfalls sogar die Mittel, die er bis jetzt gegeben hat, zurückfordern könnte, sollte eine Ablehnung zu dieser Vorlage erfolgen. Der OB könnte also in Widerspruch gehen und nach wie vor kennen wir viele Parameter für die Entwicklung, für die Bewirtschaftung, Betreibung der Arena immer noch nicht. Seit Jahren, kann man so sagen, inzwischen haben wir ein Sommernutzungskonzept gefordert, das liegt uns nicht vor. Und das heißt, wir treffen unsere Entscheidungen in der langfristigen Betrachtung auf Basis von Fakten, die wir eher nicht kennen, als auf Fakten, die wir kennen. Und auch nur eines an dieser Stelle auch noch darauf bin ich jetzt auch angesprochen worden, die geplanten Instandhaltungskosten sind mit derzeit nur knapp 10.000 Euro angegeben. Bei der jetzigen Bausumme macht das einen Prozentsatz von 0,1% aus. Die Baukonstruktion selbst verursacht bei der Instandhaltung einen höheren Kostenanteil, hinzu kommt noch die Technik. Im Allgemeinen kann man von dem 1,5-fachen der Baukosten ausgehen. Ich gehe mal davon aus, dass all diese Fakten in keinster Weise bislang kalkuliert sind, aber einfach mit dem Blick nach vorn letztendlich auch, halte ich es für wichtig,
auch dieses in die Diskussion mit einzubeziehen. Sehr geehrte Stadtratskolleginnen und Kollegen, ja, auch Bürger sind anwesend. Trotz dieser großen Unbekannten wird sich die Fraktion CDU Haus und Grund mehrheitlich hinter diesen Beschluss stellen, dass eine weitere 500.000 aus dem Stadtsäckel für die Investition der Feuerstein Arena in Ansatz gebracht wird. Die Passage allerdings im Beschlusstext, wo es Umschichtung heißt, ist eher eine kosmetische Floskel, weil letztendlich, das haben wir aber auch schon mehrfach in den Ausschüssen diskutiert, ist es nur jetzt eine Umschichtung. Im kommenden Jahr wird das Geld aus dem Haushalt genommen werden müssen, welches dann für andere Projekte, vielleicht Schulen, Sportstätten und so weiter, nicht zur Verfügung steht. Den Mitgliedern der Fraktion Haus und Grund ist die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses wichtig, das hat Herr Winkelmann eben auch schon gesagt. Und die Fraktion bekennt sich, ich wiederhole es nochmal, überwiegend auch die Fraktion zur Fertigstellung der Arena. Hebt aber auch deutlich den Zeigefinger in Richtung Verwaltung, Verwaltungsspitze, bei der künftigen Ausgabepolitik Kostensteigerungen auf die entsprechende Verhältnismäßigkeit zu prüfen, gegebenenfalls, und das werden wir auch tun, diese dann auch versagen. Die Fraktion Haus und Grund und CDU fordert den Oberbürgermeister gleichzeitig auf, alle künftigen Ausgaben nach dem Prinzip der Sparsamkeit im Sinne der Verantwortung für die Stadt Wernigerode und dies paritätisch für alle Bereiche der Verwaltung zu prüfen und vorzunehmen. Vielen Dank. Herr Müller und dann Herr Weber. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in den letzten Wochen intensive Debatten über diese beiden Beschlussvorlagen, gerade über die 71, in den Ausschüssen geführt. Uns wird hier ein bisschen die Pistole natürlich auf die Brust gesetzt, gerade auch von dem Bauministerium. Wenn wir heute mit einem Nein stimmen, 5,5 Millionen Euro haben wir Fördermittelbescheid bekommen, 4 Millionen Euro sind schon geflossen, müssten wir 4 Millionen Euro zurückzahlen. Wie wollen wir das machen? Wir, Herr Schatz hat es schon angesprochen, eine 7 Millionen Euro Investruine wird in Schirke entstehen, wenn wir mit Nein stimmen. Ich freue mich, dass die anderen Fraktionen umgedacht haben heute und wir einem weiter für die Schirker Feuerstein Arena stimmen werden, damit diese zu einem Erfolg im nächsten Jahr wird und vielleicht und sogar schon in diesem Jahr im Dezember. Vielen Dank. Herr Weber. Dann Frau Wetzel. Präsident, Oberbürgermeister, ich bin ehrlich gesagt selbst nach zwei Wochen überlegen, was man zu dem Thema Schurke-Arena sagen kann. Denn an für sich macht die Situation, so wie wir sie aktuell vorfinden, mehr als sprachlos. Eigentlich wurde ich auf die Gemeinde Frank-Liesmann-Pumann-Schatz 2014 eingebrachte Änderungsvorlage verweisen. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation ist es nicht unbedingt zielführend und ehrlich gesagt aktuell auch sinnfrei, die Umschau zu halten. Heute hat der Stadtrat keine Wahloption mehr. Viele Kollegen werden der Beschlussvorlage oder dem Beschlussvorlage N zustimmen, unabhängig davon, wie sie 2014 abgestimmt haben. Aber diese Entwicklung wollten sicherlich etliche Kollegen, die heute Ja sagen, so nicht. Und der Oberbürgermeister, Sie haben ja bereits angekündigt, dass Sie bei einem negativen Stadtrates in Widerspruch gehen. Also welche Wahloption hat der Stadtrat heute? Eine freie Entscheidung, ein freies Mandat ist das nach meinem Dafürhalten nicht. Aber spannender ist es für mich heute zu fragen, wie es dazu kommen könnte und welche Lehren wir aus dieser Situation ziehen. Wir als Stadträte sollten mit durchreißenden Visionen untersetzen mit bunten Bildern von Architekten und zu optimistischen Gutachten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften deutlich kritischer umgehen und dabei auch den süßen Gift der Fördermillion nicht erliegen. Die Wirkung des Giftes zeigt sich ja nun in der heutigen Abstimmung. Welche Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung aus dieser Situation? Massiv steigende Kosten inklusive der Konsequenzen für den städtischen Haushalt sowie der politischen Diskussion kann ja auch nicht in Ihrem Interesse sein, Herr Oberbürgermeister. Bis heute hat niemand die Verantwortung für diese Fehlentwicklungen übernommen. Geht es also weiter nach der Devise Augen zu und durch? Ich erwarte, dass die Stadtverwaltung die Fehler wieder unverwaltet, Rechenschaft gegenüber den Stadträten ablegt und Kontrollmechanismen entwickelt, um künftige Kostensteigerungen dieser Art bei Baumaßnahmen zu verhindern. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich persönlich werde die Beschlussvorlagen, die heute vorliegen,
alle beiden ablehnen. Ich habe 2014 mich für die kleine Variante eingesetzt und nicht für die große. Und ich werde heute nicht der noch größere und noch teurer dazu stimmen. Frau Wetzel. Ja, auch wenn man mich der Polemik bezichtigt, wenn man solche Vergleiche wie Eisfläche und Tischtennisplatte heranziehen darf, dann darf ich vielleicht auch ein bisschen polemisch werden. Herr Oberbürgermeister, Sie haben die goldene Seite der Medaille gezeigt, leider aber die nicht so glänzende Medaillenseite uns und vor allem der Bevölkerung bisher nicht gezeigt. Es ist nicht so, dass hier jemand einen Sieg einfahren möchte. Wir sind gewählt worden in Verantwortung für das Wohl der Stadt Wernigerode. Sie haben gesagt, die Stadtverwaltung kann gewisse Situationen zu Kostensteigerungen nicht verhindern. Das macht mir Angst. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Personalaufwuchs in dem Amt des Baus, die diese ganzen Maßnahmen begleitet hat, mitgetragen, weil es hieß, es geht nicht anders und anders können wir das nicht deckeln und anders können wir das nicht kontrollieren. Es ist missglückt, trotz Personalaufwuchs, der immer hinterfragt wurde. Und Kevin Müller, ich kann das nicht so gut verstehen, wenn jetzt dieser Vorwurf ans Bauministerium gerichtet wird. Wir haben einen Kostenvoranschlag gehabt, wir haben Fördermittel zugesagt bekommen. Genau für diesen Kostenvoranschlag. Das, was uns jetzt verwehrt wird, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, ich habe das richtig verstanden, war unsere Nachforderung und nicht die ursprüngliche Kostenforderung oder Kostenbitte, die wir an das Ministerium gerichtet haben. Also diese 480.000 Euro waren die Bitte um Nachschlag. Dass wir diesen Nachschlag brauchen, liegt an den Entwicklungen, die wir über die letzten 2 Jahre immer wieder auf den Tisch bekommen haben und uns wurde gesagt, wir können nicht anders, ihr müsst. Und ich bitte auch noch zu bedenken, diese 80.000 Euro, die Herr Gaffert vorhin anvisiert hat, die kann man nicht allein für die Schirke Arena und für die Deckung der Betriebskosten ausgeben. Die Leute wollen auch anderes erleben, das heißt, die WTG wird auch andere Veranstaltungen in Schirke anbieten müssen, um diesen Gästen gerecht zu werden. Nachdem ich diese Beschlussvorlagen das erste Mal gesehen hatte, die 72 und die 71, hat sich mir, wie schon öfter, das wissen Sie, noch einmal sehr massiv die Frage nach der Verlässlichkeit von Aussagen der Verwaltung gestellt. Mit der Umschichtung und den angekündigten weiteren Nachträgen bewegt sich die aktuelle Kostensteigerung für die Stadt Wernigerode auf mehr als eine Dreiviertelmillion zu. Das Vertrauen der Bevölkerung und der Stadträte, die bisher unkritisch die Entwicklung in Schirke vorangetrieben haben, wurde massiv missbraucht. Die Erhöhungen werden sich langfristig auf jeden Bürger in Wernigerode und auch in den anderen Ortsteilen auswirken. Egal ob über Einsparungen bei Investitionen in anderen Bereichen, bei Gebühren- und Abgabenerhöhungen oder durch Streichung bei den freiwilligen Aufgaben. Das, was von der CDU-Fraktion hier ganz milde immer wieder angemahnt wird, ist leider seit mehreren Jahren nicht erkennbar. Ein Umdenken und ein Umlenken in der Verwaltung. Der Auftrag, den auch Sie haben, nicht nur wir Stadträte, ist, mit den Ihnen anvertrauten öffentlichen, also auch Fördergeldern, verantwortlich umzugehen. Dies ist für mich und für unsere Fraktion schon seit längerem nicht erkennbar. Wir erleben es immer wieder, dass erst Geld verplant und ausgegeben wird und dann die Stadträte unter Druck gesetzt werden und erpresst werden und gesagt wird, wenn ihr das jetzt nicht genehmigt, dann passiert dieses und jenes. Und die Frage ist wirklich, wären eine Rückzahlung der Fördermittel und ein Baustopp die allerletzte Ausfahrt aus einem finanziellen Absturz für die Stadt Wernigerode? Suchen wir offensiv nach einem Investor, der dieses Wagnis übernehmen möchte? Wir haben ja einen, der will Skifahren auf einem Berg, der die wenigsten Tage im Jahr Schnee hat. Die Hauptverantwortung für mich, für das finanzielle Desaster, was uns mit Schirke in den letzten Jahren um die Ohren geschlagen ist, und Herr Gaffert, es tut mir leid, aber ich kann das Parkhaus zum Beispiel nicht als positiven Baustein in der Ortsentwicklung erkennen, tragen Sie, Herr Gaffert. Denn Sie sind der Leiter der Verwaltung.
Und das, was an zusätzlichen Kosten in den letzten Jahren entstanden ist, ist letztendlich in Ihrer Verantwortung. Und das, was von der CDU-Fraktion gefordert wird, dass es irgendwann einmal Konsequenzen gibt, in welcher Art und Weise, das muss die Verwaltung schnellstens miteinander besprechen. Denn wir fühlen uns schon lange an der Nase herumgeführt, mit Haushaltsplänen, die nicht eingehalten werden, mit Nachträgen, wo man darum bittet, dass Einsicht genommen werden kann, warum diese Nachträge so entstanden sind, mit Ermahnungen, man müsste doch der soziale Auffangarm der ausführenden Baubetriebe werden, dass ich sage, es geht so nicht weiter. Und zu Ihrem Widerspruch, den Sie einlegen wollten, mit dem Sie ja auch drohen, ist es wirklich der größere Schaden für die Stadt Wernigerode, wenn wir dieser Vorlage nicht zustimmen? Oder entsteht der größere Schaden der Stadt Wernigerode, wenn ich mal die Berechnungen unseres Wirtschaftsgutachters nehme, nicht, wenn wir über 20 Jahre in einer ähnlichen Kostenhöhe wie jetzt die Betreibung der Schirke Arena sichern mit Instandhaltungskosten, mit Sanierungskosten, mit Neuanschaffungskosten für Geräte, die irgendwann auch mal verschlissen sind. Vielleicht prüfen Sie noch mal Ihr Herz, welches der geringere Schaden für die Stadt Wernigerode wäre. Dankeschön. Herr Mau. Ja, sehr gerne. Der Stadtrat kann Aufsichtspflicht. Dafür sind wir gewählt. Und wenn Projekte, so dieses Projekt, aus dem Ruder laufen, dann muss man einfach auch die Noten ziehen. Und daher bitte ich Sie, diesem Warnungsprojekt eine Absage zu erteilen. Ich weiß nicht, wie früher die Menschen über den Bau des Schlosses und des Schwarzstein gedacht haben. Aber so ein bisschen erinnert mich das an die ganze Situation in den Zeiten, der auch so eine Träume hatte oder realisiert hat, die gar nicht teuer sind. Nein. Meine Damen und Herren, bitte. Ich habe auch schon überlegt, wie wir mit dieser Bauprobleme umgehen können. Wir haben ja das perfekte Mahnmal für Steuerbestimmungen stehen. Herr Thorn, bitte. Ein großes Wort noch dazu. Auch hier auf der Messe, wo man ja viele Rahmen mitzahlen kann. Aber ich fühle mich also nicht erpresst von der Stadtverwaltung in keinster Weise. Wir haben ja eine freie Entscheidung und wir können dafür oder dagegen entscheiden. Danke. Frau Baumer, bitte. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, weil die Diskussion doch sehr intensiv war. Die 01 als Änderung ist vom Einreicher übernommen. Wir müssen darüber nicht bescheiden. Wer also so mit der vom Oberbürgermeister bzw. von der Verwaltung übernommenen 01 in der 72 folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen und bitte jetzt deutlich melden. Dankeschön. Wer kann der 72 nicht folgen? 5. 5, ja? Und wer enthält sich bei der 72? 4,
5 Enthaltungen. Somit ist die 72 aus 2017 mehrheitlich übernommen bzw. angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 12 mit der 71 aus 2017, Mehraufwendung im Rahmen der Betriebsführung Schürke Arena 2017. Wünscht hierzu jemand das Wort? Frau Zschäpe, bitte. Diese Vorlage ist ja sehr negativ diskutiert worden in den Ausschüssen. Ich denke, die Ursache dafür ist eine gewisse Irritation und damit die Ablehnung, weil ich meine, dass die Vorlage eigentlich falsch geschrieben ist. Man kann das Jahr 2017 nicht vergleichen mit den Folgejahren. Eigentlich hätten wir eine Vorlage kriegen sollen über eine bestimmte Summe für die Anschubfinanzierung, denn das, was hier diskutiert wird, ist ja die Betreiberkosten und betrieben wird die Arena ja im Jahre 2017 noch nicht. Das heißt, in diesem Jahr jetzt steht ein großer Aufwand für die Etablierung der ganzen Angelegenheit einer nur 14-tägigen Nutzung gegenüber. Deshalb ist dieses Jahr nicht vergleichbar mit den nächsten Jahren. Also ich würde hoffen, dass die Entscheidung, die positive Entscheidung allen leichter fällt, wenn sie sich überlegen, dass diese Gelder, die hier gefordert werden, eigentlich die eine Anschubfinanzierung sind für die ganze Sache. Herr Schatz, bitte. Ich gebe Frau Dr. Zschäpe recht, die Vorlage ist sehr missverständlich formuliert. Und möchte dazu sagen, dass die Ausschussberatungen, in denen es sehr viel Kritik an dieser Vorlage gab, zu dem positiven Ergebnis geführt haben, dass die Eröffnungsfeier um 20.000 Euro billiger werden wird als geplant und dass wir keine dreitägige Eröffnungsfeier durchführen, sondern eine eintägige und gleich am zweiten Tag sozusagen in den Regelbetrieb übergehen. Das wird dazu führen oder das führt dazu, dass wir die Kosten deutlich senken konnten um circa 10%. Und ich habe mich heute Nachmittag mit Herrn Hulzer noch mal kurz geschlossen und bin mit ihm die Zahlen durchgegangen. Und das Ergebnis war, dass ich festgestellt habe, dass diese Vorlage einen zentralen Haken hat. Nämlich der zentrale Haken ist der, dass alle Kosten geltend gemacht wurden, aber kein Cent der geplanten Einnahmen. Dadurch haben wir jetzt wenn wir die Änderungsvorschläge der Stadträte aus den Ausschüssen übernehmen und auf die übergroße Eröffnungsfeier verzichten, wir machen nur noch eine große Eröffnungsfeier und am zweiten Tag schon in den Regelbetrieb übergehen, haben wir noch eine Kostendifferenz zwischen der Grenze des Stadtrates von 200.000 Euro und dem jetzigen Betriebskosten von 236.000 Euro, also nur noch eine Differenz von 36.000 Euro. Wenn wir jetzt die Einnahmen gegenrechnen, die nur in der Begründung dieser Vorlage stehen, das sind also 8.000 Euro Eintrittsgelder, 31.000 Euro Sponsoring und noch dazu zählen, dass natürlich auch der Pächter der Gaststätte im Dezember auch schon die Pacht bezahlt, wäre es durchaus möglich, dass wir die Defizitgrenze in diesem Jahr einhalten. Unter dieser Voraussetzung würde ich meine ablehnende Haltung zu dieser Vorlage natürlich korrigieren, weil dann der Stadtratsbeschluss vom Jahr 2014 erfüllt ist. Ich möchte aber auch, oder da bitte ich jetzt nochmal die Verwaltung um Aufklärung, beispielsweise hat es mich irritiert, dass der Sponsoringbeitrag zum Beispiel der Firma Schürke Feuerstein nicht bei den Einnahmen aufgetaucht ist, obwohl ich davon ausgehe, da es ja die Feuerstein Arena ist, dass dieser Betrag auch schon geflossen ist, dass dort also auch konkrete Einnahmen schon da sein müssten. Ob man nochmal etwas zu den Einzelheiten des Sponsorings sagen könnte, damit wir die Einnahmesituation besser einschätzen können. Ich denke, wenn man an das Weihnachtsgeschäft denkt, was wir im Dezember, wir wollten am 15. Dezember das Eisstadion eröffnen, wir haben dann sozusagen das komplette Weihnachtsgeschäft und das Neujahrsgeschäft noch vor der Brust, dass dort auch die Einnahmen mit 8.000 Euro über Eintrittsgelder sehr
Vorsicht kalkuliert sind, dort ist sicherlich wesentlich mehr drin, sodass wir, denke ich, frohen Mutes sein können, diese Defizitgrenze einzuhalten, die der Stadtrat gestellt hat. Und ich möchte natürlich auch die Verwaltung ermutigen, in den kommenden, bei ähnlichen Vorlagen nicht nur die Kosten geltend zu machen, sondern auch im Sinne der Kostenklarheit und Kostenwahrheit auch die Einnahmen dagegen zu stellen. Ich glaube, da wäre uns allen in den Ausschusssitzungen viel Ärger erspart geblieben und manche schlaflose Stunde, wo man darüber nachgedacht hat, auch als Stadtrat, wie man hier jetzt wieder die Kuh vom Eis kriegt. Vielen Dank. Herr Mehling, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich habe versucht, das bereits im zeitweiligen Ausschuss in einer ähnlichen Art und Weise darzustellen, wie Herr Schütze gesagt hat. In der Tat spielen die Zahlen sich genauso wieder. Vielleicht zwei Ergänzungen zu den Fragen. Herr Schütze, das ist zum einen der Namensrechtsvertrag der Firma Schöller-Feuerstein. Das ist ein Jahresvertrag, der muss natürlich abgegrenzt werden. Das heißt, für den Dezember, für die 14 Tage im Dezember, fällt natürlich auch nur ein bestimmter Anteil der Kosten, die sich schon vorstellen können, natürlich dann in diesem Monat. Sie können sich vorstellen, im ersten Jahresvertrag ist das halt dann für die 14 Tage im Dezember auch nur einen sehr geringen Teil der Gesamtsumme ausmachen wird. Und zum Zweiten ist es so, und deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir natürlich im Rahmen dieser Vorlage Ihnen alle Kosten, die in Ihr Haushaltsstand dann anfallen, die wir aktivieren, sozusagen auch darstellen müssen. Das kommt sicherlich auch zu größeren Missverständnissen. In der Tat ist es also so, dass wir, wenn wir die Einnahmen sozusagen, die wir im Moment noch prognostiziert haben, weil sie noch nicht kalkulierbar sind und nicht da sind, deshalb hat der Rülser das auch als vorsichtiger Kaufmann sozusagen nicht zur Deckung bisher herangezogen, wenn wir die erreichen können, dann wird es in der Tat so sein, dass wir unterhalb dieser magischen 200.000 Euro-Grenze investieren können. Herr Weber. Wir beschließen heute Mehraufwendungen für den Betrieb der Schurke Arena, die in Form eingeführt werden, vor allem wenn wir dort die organische Finanzierung ergeben und aus den Einnahmen, die wir im Jahr 2010 jetzt relativ für den Umfang regeneriert werden können. Aber für die Schurke Arena ist auch bereits Geld eingestellt in den Haushalt für den Betrieb Thomas Schatz. Herr Schatz. Ich will das gar nicht mehr. So, würde ich eine Aufregung da wünschen, denn ich sage mal, wenn die Zeiten vorliegen, wenn schon Geld im Haushalt eingestellt ist, dann wird es jetzt zumindest schwierig, 200.000 Euro zu unterschreiten. Nein, nein, ich gucke in Richtung Herr Hülzer. Das war gut vorhin. Herr Hülzer müsste dann besser. Ja, Herr Hülzer. Ja, es ist in der Tat so, Herr Schatz, und ich habe auch den Nachmittag sehr angegriffen, und ich glaube, dass wir in der Tat in der Lage sind, die Frage etwas zu beantworten. Dazu gab es auch mal eine Übersicht, die Ergebnisse, und wir gehen also mit einem fortgeschriebenen Ansatz aus, 160.000 Euro sind insgesamt die Bedarf von 160.000 Euro, sodass es mehr Bedarf von 60.000 aus der Firma rausspringt. Das hängt ja damit zusammen, dass natürlich Buchungsstellen, einzelnen so geplant werden müssen, die noch tatsächlich der Bedarf waren. Wir hatten ursprünglich im Haushalt 100.000 Euro. Dies war als Zuschuss gedacht. Das Ausgabenstelle war im vergangenen Jahr Sommer, Spätherbst. Da sind wir noch davon ausgegangen, dass der Zuschuss an die EDB und dabei wegen der Erstattungen. Wir mussten diese 100.000 Euro entsprechend aufschlüsseln. Es blieb bei den 100.000 Euro. Juli, wo wir aus den Investitionskosten, wenn wir die Anschaffung unter 150 Euro herausnehmen mussten. Das bedeutet, dass wir die Investitionssumme von 60.000 Euro dort nicht gebraucht haben. Wir haben sie auch dort gesperrt. Das ist also keine Qualitätsabschluss in dem Sinne, sondern es ist nur einem Zeitplan bereitgestellt worden, sodass wir bei 160.000 Euro sind. Und dann sehen Sie, die waren 16.000 für die einzelnen voraussichtlichen Positionen, die wir benötigen, von in der Tat bei 156.000. Hoffentlich sehen Sie dann auch mögliche Interpretationen.
Reaktion des Haushaltsbedarfs, da habe ich vielleicht gedacht, 60.000 im Bereich, 25.000 sind die Vorstellungen, die im Beschluss der CDU beinhaltet, 20.000 Anstellungskosten, das sind schwierige Haushaltsumsichten. Und dann, wie gesagt, die Deckung, die ich vorlegen wollte, weil ich über Einnahmen, das müssen die Haushalts- erfahrenen Mitarbeiter des Finanzausschusses, ich kann natürlich nur über Einnahmen verfügen, wenn ich sie in der Kasse habe. Aufwendung und Bedenken in der Erfahrung, dass ich hier entsprechende Erträge dagegen haben will. Das würde das Leben zwar einfach machen, aber nicht gerechter. Und insofern kann man das genauso sehen, wenn man tatsächlich die 200.000 Euro im Rahmen der Anschubfinanzierung nicht weiß. Herr Diesenmann. Ja, nur ganz kurz, Herr Hulzer, ich danke Ihnen genau nochmal auch für diese Ausführungen, weil wir können wirklich nicht von fiktiven Einnahmen ausgehen. Das heißt, wir haben in der Tat heute den Beschluss zu fassen, Mehraufwendung von 236.000 Euro zu beschließen. Alles andere ist Luxus, was reinkommt, aber das ist die Sachlage. Danke. Weitere Wortmeldungen. Herr Winkelmann. Dann Frau Wetzel. Ich möchte vielleicht mal ein bisschen weiter auf. Wir haben ja nicht auch schon über einiges gesprochen, deshalb möchte ich das weiter noch vorausschauen. Dass wir das jetzt hier so machen müssen, ich würde mich auch fragen, dass es irgendwie vorangehen, dass es ausgeht. Ich habe in einem Ausschuss schon die Ehrlichkeit offenbar vorausgegeben. Es tut mir leid. Das gilt in Besucherzahlen von 2018. Weiß ich nicht. Das war auch in Zukunft 2018 jeden Tag täglich. Das brauchen Sie nicht in Besucher in der Arena. Egal wie das Wetter ist, egal wie es wird, aus dem weißen Spiegel. Aus diesem Grund. Will ich auch die Verwaltung zukünftig nicht alles auf die BDG abzuschieben. Wir haben mit der BDG eine Firma hier am Start, die sich um die Touristen kümmert, sehr gut sogar kümmert. Ich habe schon mit dem Jobtauschungsplan reden, es tut mir leid, weil ich die einzelnen Dinge auf die Kante nehmen muss, wie es denn im Endeffekt aussieht, weiß kein Mensch. Wir sollten da gemeinsam auch irgendwo Unterstützung geben und sollten auch gucken, dass wir diese Zahlen, die wir jetzt auch im Sitzungsbus jetzt nicht zu eng. Ich persönlich bin der Meinung, die 2000 Euro werden auch im nächsten Jahr nicht reichen. Ich sage das hier ganz ehrlich offen. Ich fände es ehrlicher, wenn man sagt, wir müssen mehr zuschießen und freuen uns dann nächstes Jahr, wenn es dann weniger ist. Das haben wir jedes Jahr auch ein neues, immer diese Diskussion, die wir hier führen. Ein Eisstadion wird nie. Selten so, dass ein Eisstadion in Deutschland oder auch weltweit große Glückszahlen bringt. Das ist einfach nicht so. Das ist eine Junior- und Belustigung der Leute, die in Schöcke dort wohnen, wenn die in dem Hotel sind, dann haben sie eben einen Anlaufpunkt, der viel mehr Kraftfahrzeuge hat. Die Menge ist es doch oben nicht. Das heißt, wir müssen diese Arena, wir haben für den Einschubkasten, wir müssen jetzt die nächsten Schubkasten, damit die Brüder diese Einschubkasten mal gewährleisten ist. Aber, und auch da müssen wir uns ja in die Augen gucken, würde ich wirklich sagen, das sagt Philipp schön, aber da muss dann im Grunde genommen wirklich ehrlich miteinander umgegangen werden und muss gesagt werden, jawohl, ihr werdet das in der Augen, das ist nun mal so. Und dann müssen wir als Stadtrecht auch der Bauwohnung in die Augen gucken und sagen, jeder, der sich das auch kennt mit Wirtschaftlichkeit, der weiß auch, dass die ersten Jahre nicht einfach werden, soll nicht einfach sein werden, gerade das erste Jahr. Also insofern richten wir uns schon auf eine Diskussion im nächsten Jahr. Bevor Frau Wetzel zu Wort kommt, übergebe ich für den kleinen Moment an meine Stellvertreterin. Dankeschön. Frau Wetzel, bitte. Ja, ich gucke Herrn Winkelmann gerne ehrlich in die Augen. Ich unterstütze seine Vermutung, dass es bei den 200.000 Euro auch im nächsten Jahr nicht bleiben wird. Was mich und uns dazu bringt, mit dieser Vorlage vielleicht nicht ganz so gelassen umzugehen wie Thomas Schatz, sind folgende Punkte. Für mich sind auch 36.000 Euro keine Peanuts. Die Überlegungen, was man alles zu einer Eröffnung tun muss, die können doch nicht erst im Juli 2017 an der Tür gestanden haben. Uns jetzt 3 Monate vor der Eröffnung hier wieder so auf den Stuhl zu setzen, finde ich einfach unfair. Es wird hier immer von Anschubfinanzierung gesprochen.
Ich teile diese Kostenaufstellung, die wir hier vorgelegt bekommen haben, auch von der WTG, teile ich die Auffassung nicht, dass das alles Anschubfinanzierung ist. Flyer, Werbung, egal wo, muss weiterhin gemacht werden und die muss auch weiterhin teuer bezahlt werden. Und ich habe nicht nur leise Zweifel, sondern massive Zweifel daran, dass wir diese 200.000 Euro Marke im nächsten Jahr einhalten. Ich war da eigentlich gar nicht so skeptisch, aber nachdem der Vorschlag von Thomas Schatz, doch mal darüber nachzudenken, ob sich Verwaltung und WTG nicht zu einer Selbstverpflichtung überreden ließen, in 3 Jahren nur 600.000 Euro insgesamt auszugeben, dass das nicht mal diskutiert wurde und es kein Angebot gab zu diesem Kompromissvorschlag, als Holland noch in Not war, sage ich mal, und die Situation noch weniger komfortabel aussah als jetzt. Das hat mich sehr verunsichert. Das heißt, das, was Herr Winkelmann sagt, dem stimme ich zu. Ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr dort andere Summen stehen haben, aber ich gehe nicht den Weg, den Herr Winkelmann vorschlägt, wir erhöhen die Zuschüsse, sondern ich fordere die Verwaltung und damit auch die WTG, und ich weiß, dass es für die WTG schwer ist, wer mit den Mitarbeitern spricht, der weiß auch, wie die Stimmung dort ist. Ich fordere die Verwaltung auf, nach Wegen zu suchen, dass diese 200.000 Euro im nächsten Jahr nicht noch einmal überschritten werden. Danke. Ich übergebe wieder an den Präsidenten. Dankeschön. Herr Thurm. Als Mitglied im Finanzausschuss werde ich Läufen für mehr Geld zu werden in den kommenden Jahren, aber mir gebe ich den Schluss zitieren aus 2014, was richtig ist, weil Beschlüsse müssen eingehalten werden. Ich kann mich daran erinnern, dass der Beschluss ja auf der Grundlage entstanden ist, dass niemand anderes heute ist die Situation, hat sich völlig geändert. Wir müssen aufgrund der bekannten Dinge, die bekannt sind, ja, selber beteiligen. Das ist sicherlich schon einerseits ein Unikum in Deutschland, andererseits auch keine Erfahrung damit. Und drittens, und das ist wirklich völlig wichtig, ist alles in den Händen der WTG, die damit einen Riesenlast für sich bekommen hat. Aber das sollte man vielleicht ein bisschen im Blick darauf halten. Das war da im kommenden Jahr sich mal nachdenken müssen. Ähnlich, weil jetzt ist es auch mit dem Parkhaus auch. Ich meine, das Parkhaus ist eine Zeit, wo auch unter anderem verbraucht ist, nämlich dass auch das Skilaufen kommt und damit halt die Zulassung ansteigt. Und das ist bis heute ja auch nicht passiert. Wir müssen uns dann kritisch mit den kommenden Jahren auseinandersetzen, was die Zuschüsse betrifft. Ich möchte an der Stelle nochmal anmahnen, dass bis heute auch in dem Schöpfausschuss kein schlüssiges Sommernutzungskonzept in Gänze gesehen haben. Wenn die Sicherheitsbereiche auch nur viele Bewohner hier dort einnehmen können. Das heißt, wir müssen also künftig schneller handeln und dann auch sicher machen, so und mehr so. Gibt es weitere Wortmeldungen? Thomas Schatz. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, möchte ich nochmal ausdrücklich Sabine Wetzel recht geben. Und ganz deutlich Matthias Winkelmann und Hendrik Thurm widersprechen. Es kann also nicht sein, dass wir vor der Macht der Verhältnisse kapitulieren und unsere eigenen Beschlüsse über Bord werfen. Der Stadtratsbeschluss hat quasi, ich will jetzt nicht sagen Gesetzescharakter, aber Satzungscharakter, und der ist der Maßstab. Und dann müssen wir die Betreibung der Schürke-Arena an diesen Maßstab anpassen und nicht die Maßstäbe an das, was wir uns wünschen oder was sich die Verwaltung wünscht oder was sich, wer weiß wer, wünscht. Also, die Verwaltung müsste aus meiner Sicht entweder die 200.000 Euro Grenze einhalten, so ist es ja auch in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt, oder die Größe haben, eine Vorlage einzubringen, indem sie eine andere Defizitgrenze einfordert im nächsten Jahr oder schon vor den Haushaltsberatungen. Alles andere hier so zu tun, als wenn es die 200.000 Euro Grenze von vornherein illusorisch war und wir müssten jetzt uns von unseren Illusionen verabschieden, das ist genau der falsche Weg. Und das ist genau das, was die Bürger auf die Palme bringt, dass nämlich vieles gesagt wird und dann Beruhigungspillen verteilt werden, in diesem Fall die ominöse 200.000 Euro Grenze. Und dann, wenn alles fertig ist, wird gesagt, naja, was interessiert mich mein Papalapap von gestern. Also so können wir keine Politik machen. Und ich
möchte auch noch etwas sagen zu dem Parkhaus, weil das auch immer missverständlich ist. In den Wirtschaftlichkeitsberechnungen zum Parkhaus war die Eröffnung des Eisstadions und der Skiarena immer Bestandteil der langfristigen Planung. Und wenn man sich das ansieht, dann wird man feststellen, dass die Schwierigkeiten mit dem Parkhaus nicht damit zu tun haben, dass wir jetzt erst das Eisstadion eröffnen und der Skihang wahrscheinlich erst in einigen Jahren, wenn denn überhaupt kommt, sondern die Schwierigkeiten mit dem Parkhaus rühren vor allen Dingen daher, dass wir den Beschluss damals auf der Grundlage gefasst haben, dass die innerörtlichen Parkplätze alle verschwinden und der Autoverkehr komplett, der ruhende Verkehr komplett in dieses Parkhaus gelegt wird. Weil wir aber noch eine dreistellige Zahl von Parkplätzen im Ort haben, die zu vielen Dingen eben wesentlich günstiger liegen als das Parkhaus, haben wir das strukturelle Problem der Unterauslastung. Das werden wir auch nicht ändern. Das war das, was Sabine Wetzel angesprochen hat. Das war eine Entscheidung des Stadtrates auf einer falschen Grundlage, die sich dann so nicht bewahrheitet hat. Und ich möchte alle davor warnen, jetzt viel, viel Geld in Inhalte in Schürke zu investieren, dabei sich dann eventuell die Auslastung im Parkhaus wesentlich verbessern wird. Das wird so natürlich nicht sein. Das Parkhaus ist auch ohne alpinen Skilauf, wenn Schnee liegt, rammeldicke voll. Ne? Also wenn Winter ist, ist das Parkhaus voll, dann bewährt sich auch diese Investition. Ich sage nicht, dass die Investition grundsätzlich schlecht ist, aber diese Ammärchen, wenn der Skihang kommt, wenn das Eisstadion kommt, wird sich auch die Auslastung des Parkhauses wesentlich ändern, über unsere Planung hinaus. Das stimmt nicht. Diese Infrastrukturmaßnahmen waren alle schon in die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Parkhauses einbezogen. Und genauso sollten wir uns im nächsten Jahr nochmal die Wirtschaftlichkeitsberechnung vom Eisstadion angucken. Da hat Sabine Wetzel auch vollkommen recht, um dann zu entscheiden, was wir machen. Heben wir die Defizitgrenze an oder passen wir das Angebot an, das wir in diesem Eisstadion machen wollen? Das sind die beiden Grundfragen. Und jetzt nochmal zu der jetzigen Vorlage. Frank Diesner hat gesagt, wir stimmen jetzt ab über das Defizit von 236.000 Euro, weil die Verwaltung nicht bereit ist, die Einnahmen, die aus meiner Sicht auf der Hand liegen, in diese Vorlage einzubeziehen. Ich fände es gut, wenn ihr jetzt sagt, also die Verwaltung sagt, wir beschränken das Defizit auf 200.000 Euro in diesem Jahr, also die Vorlage jetzt ändert. Ich glaube, das könnten wir ruhigen Gewissens machen. Und wenn wir am Plan vorbeischrammen um einige tausend Euro, es wäre nicht das erste Mal. Herr Mehling hat sich gemeldet. Haushaltsarbeit, der kein Bundesarbeit.
Ja, Herr Hulzer, bitte. Vielleicht kann er nochmal. Wir können diesen Beschluss auf 200.000 Euro nicht begrenzen, weil ich nämlich ganz einfach dann überhaupt keine Einnahmedeckung gegeben habe. Ich habe keine, weil er nach Wien oder auch andere können im Augenblick überhaupt keine Forderung gegen Wien auch mal aufmachen. Die Benutzungsgebühren können erst entstehen, wenn das nicht worden ist. Die Sponsoren tatsächlich fließen irgendwann erst in den Bürgerzeiten, Dezember, Entschuldigung. Auch dann kann das eine Forderung aufgemacht werden. Das dann habe ich überhaupt die Möglichkeit, eine Gegenfinanzierung vorzunehmen. Ich muss aber die Haushaltsansätze so lange mit anderen Deckungsquellen ausstatten. Und die andere Deckungsquelle ist die Einnahme, die ich genannt habe, die steht zur Verfügung. Sollen, wenn dann die Einnahmen, die Erträge kommen, im Dezember, und sie werden möglicherweise mehr werden, aber kann man rausgeben, dann wird natürlich die Deckungsquelle entsprechend minimiert. Dann diese Einnahmen natürlich nicht mehr, und das wird auch von der Jahresrechnung dann entsprechend korrigiert. Und die Einrichtung dann wieder zur Gesamtdeckung des Gesamtdeckungshaushalts zur Verfügung. Es ist also nur eine zeitweilige Darstellung unter dem Aspekt, dass die Verträge im Dezember 2017 für das Jahr 2017 tatsächlich in der Höhe von 41.200 Euro fließen werden. Dafür bin ich gar nicht ausgegeben. Bei einem Event, das 14 Tage über die Weihnachtszeit eröffnet, habe ich eigentlich auch keine Frage, dass die Einrichtung. Herr Wieck hat sich gemeldet. Werter Oberbürgermeister, werter Präsident, werte Stadträte, wir haben jetzt viel gehört, auch die Dinge, die auch richtig sind. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist natürlich auch ein bisschen Euphorie. Weil es wird in Schürke etwas entstehen, was, glaube ich, seinesgleichen suchen wird. Und damit meine ich nicht nur unseren Harzkreis und unser Land, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus. Und ich glaube, man kann auch nicht alle Dinge vorher wissen. Und mit Bedacht und mit Sorgfalt begleiten die Stadträte das von Anfang an. Und wenn hier Fragen nach der Sommernutzung kommen von Frau Wetzel oder Herrn Turm oder anderen, ich war bei den Schürke-Ausschüssen als Mitglied anwesend und diejenigen, die das planen, haben extra mehrmals im Schürke-Ausschuss betont, dass sie eine Sommernutzung sehr, sehr klein halten und erstmal sehr differenziert betrachten, weil eine Sommernutzung kostet Geld. Und man weiß um die 200.000 Euro. Und hier hat man erstmal mit kleinen Brötchen gehandelt, sage ich mal so. Und das ist auch richtig so. Man muss erstmal sehen, wie das anläuft und kann bestimmte Dinge vielleicht im zweiten Jahr umsetzen. Aber genau da schauen schon alle nach, auch Herr Mehling weiß um diese sensiblen Dinge und auch die Stadträte. Wir haben im Schürke-Ausschuss auch klar gesagt, dass wir gegen eine dreitägige Öffnung sind. Ich habe das auch protokollarisch vermerken lassen im Kulturausschuss, genauso wie wir gesagt haben, wir wollen keine teure Eisrevue in 40 Minuten für 20.000 Euro, sondern wir wollen hier auch nach außen ein Signal setzen, mit Bedacht und mit Augenmaß die Dinge auch anzugehen. Also ich glaube, alle Seiten schauen hier schon nach Möglichkeiten, was kann man auch machen, aber man muss natürlich auch bestimmte Dinge tun, um dieses Ding an den Markt zu bringen. Peter Gaffert hat es deutlich gesagt, wenn wir hier es nicht nach außen schaffen, dann werden wir auch nicht den Erfolg haben. Und ich glaube, Erfolg wird die Schürke Arena bekommen und wird sie haben und die wird uns in den nächsten Jahren noch viel Freude machen. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ich darf noch darauf hinweisen, dass es hier eine Änderung 01 gibt, die aus der Diskussion des Finanzausschusses bzw. aus dem Schürke-Ausschuss heraus formuliert worden ist. Und zwar ist das jetzt hier mehrfach schon erwähnt worden, die Kürzung um 20.000 Euro, Herr Schatz hat es eben erwähnt und Herr Wieker auch nochmal. Das heißt, diese Änderung 01 hätten wir beschließen müssen, aber der Einreicher, sprich der Chef der Verwaltung hat das als seine eigene übernommen. Somit brauchen wir über die 01 nicht beschließen. Wer also, jetzt muss ich selber gucken, der 71 aus 2017 sein positives Votum geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön, gibt es Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Gegenstimmen zähle ich, richtig? Dann fehlt noch die Abfrage nach den Enthaltungen. 1, 2, 3 Enthaltungen sehe ich. Somit ist die 71 mehrheitlich angenommen.
Fürs Protokoll, Herr Kevin Müller verlässt jetzt die Sitzung und Frau Edler auch, damit wir beim Abstimmungsergebnis nachher nicht zwei Stimmen vermissen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13 mit der Benutzungsordnung und Entgeltsordnung für die Schürke Feuerstein Arena mit der Vorlage 61 aus 2017. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Frau Dr. Sasse geht auch. Herr Dorf, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die beiden Änderungsvorlagen liegen Ihnen vor. Es sind beide Änderungsvorlagen der Stadtverwaltung, die 01 und die 02. Die 02 war Vorschlag der Linken, die die Verwaltung übernommen hat, sodass über alles abgestimmt werden könnte. In der Diskussion bei der Fraktion Die Linken tauchte die Frage auf zu § 2 Absatz 4. Da geht es um die Nachweisführung der Kostenfreiheit für Kinder unter 6 Jahren und Geburtstagskinder. Tatsächlich wollen wir von Kindern unter 6 Jahren keinen Lichtbildausweis uns vorlegen lassen. Deswegen schlagen wir Ihnen als Einreicher vor, in § 2 Nummer 4 der Entgeltordnung, dass die Kinder unter 6 Jahren sowie Geburtstagskinder und die dann mit Nachweis kostenfreien Eintritt haben. Ja. Das ist also ein Vorschlag des Einreichers. Die Geburtstagskinder müssen das in irgendeiner Form nachweisen. Ja, aber die Kinder unter 6 Jahren, das schaffen die Kassenkräfte. Herr Dorf, Sie wollten noch was zum Inkrafttreten sagen? Das war bei beiden Vorlagen in der Präsidiumssitzung besprochen worden, dass Sie... Nein, zum Inkrafttreten, das war eine andere Beschlussvorlage. Hier steht am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Tatsächlich wird sie erst umgesetzt, wenn die ans Netz geht, die Arena. Gut, dann ist da bei der Präsidiumssitzung ein Missverständnis entstanden. Gibt es Herr Diesner und dann Frau Wetzel? Ja, wir haben natürlich auch diese Vorlage in den Ausschüssen, auch in der Fraktion besprochen. Jetzt gerade angeregt durch diesen Punkt 4 auch nochmal, macht es nicht einfach Sinn, alle Geburtstagskinder, egal wie alt sie sind, kostenfreien Eintritt zu gewähren, weil zum Geburtstag geht keiner alleine hoch. Das heißt, man generiert automatisch mehr Teilnehmergäste, die auch verzehren, einfach nur so spontan die Idee, dass grundsätzlich, es gibt ja auch andere Einrichtungen im Harz, die genau dieses so durchführen. Herr Dorf, bitte. So habe ich Die Linke verstanden und so sehe ich es auch, Kinder unter 6 Jahren sowie Geburtstagskinder und Geburtstagskinder auf Nachweis und die können dann auch älter als 6 Jahre alt sein. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie weit gehen Kinder, da sage ich jetzt mal bis 17,99 Jahre. Ja. Frau Wetzel, bitte. Ich habe nicht so einen grandiosen Vorschlag. Ich habe eine Nachfrage. Wir stimmen mit der Änderungsvorlage der Verwaltung jetzt hier darüber ab, dass ich, mir ist das in den Ausschüssen nicht bewusst gewesen und ich habe es auch nicht als Ihre Erklärung aus der Verwaltung vernommen. Sie haben ja geändert, dass ein Satz 1 eingefügt wird, dass wir die WTG mit der Betreibung der Schirke Arena betrauen. Für mich ist das nicht ausführlich diskutiert worden. Ich muss auch sagen, dass mir das so erst bewusst geworden ist, als ich mich sehr intensiv mit der Stadtratsvorbereitung beschäftigt habe. Leider steht da kein Zeitraum. Das heißt, die WTG wird jetzt von uns auf unbefristete Zeit mit der Betreibung der Schirke Arena betraut, wenn dieser Beschluss so gefasst wird? Fragezeichen. Ja, Dorf, bitte. Ja, also wir schließen einen Vertrag mit der Wernigerode Tourismus GmbH, der behält auch Beendigungsklauseln, aber Sie können natürlich auch, beziehungsweise die Stadt kann es als Gesellschafter jederzeit mit der WTG absprechen, ob dieser Vertrag, welche Laufzeit der hat, ob der verlängert wird. Jedenfalls bedarf es dazu einer neuen Beschlusslage durch Sie. Ja, es bedarf ja immer eines zweiten Vertragspartners und natürlich muss auch die WTG weiter das wollen. Es gibt einen, ich glaube, einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss, diese Betriebsführung zu übernehmen. Da haben, glaube ich, auch alle Vertreter des Stadtrates zugestimmt und wie gesagt, zum Vertrag gehören 2 Leute. Ja. Aber Sie werden auch, sollte sich da etwas dran ändern, werden Sie auch beteiligt werden.
Frau Wetzel nochmal. Ja, kurze Nachfrage. Wie kann ich etwas verlängern, was nicht befristet ist? Dann gibt es doch auch keinen Verlängerungsantrag, wenn ich sowieso keine Befristung drin habe. Nein, Herr Dorf hat eben von Verlängerung des Vertrages gesprochen. Ich habe es mitgeschrieben. Ich meinte verändern. Wenn ich es anders gesagt haben sollte, habe ich mich versprochen. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer der 61 aus 2017 folgen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Somit ist also die 61 mehrheitlich angenommen. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine kleine Bemerkung, die eben die letzten drei Beschlüsse, die wir gefasst haben, hat gezeigt, dass der Stadtrat insgesamt sehr intensiv im Sinne der Stadt Wernigerode diskutiert und letztendlich beschlossen hat. Das heißt mit anderen Worten, ich will ganz einfach hiermit ausdrücken, dass der Stadtrat sich das nicht so einfach macht, wie es manchmal draußen zu verstehen ist. Und deswegen lege ich großen Wert darauf zu sagen, dass wir auch innerhalb der Fraktionen, soweit es bis zu mir gedrungen ist, ganz harte Diskussionen gab. Es gab nicht einen einzigen Tag, wo es dann eine einvernehmliche Meinung gab, und das zeichnet diesen Stadtrat aus. Und dafür sage ich mal als Stadtrat Dankeschön Ihnen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14, Bebauungsplan Nummer 56, Wohngebiet Sonneck mit der 76 aus 2017. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Wie ich sehe, doch, Frau Wetzel, bitte. Ja, also da haben Sie ja schon mit gerechnet oder darauf gewartet, denke ich mal. Es geht hier wieder um einen Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden soll. Vielleicht als Schmankerl am Anfang, wenn man sich mal die Originaldateien anguckt in den Stadtratsvorlagen, dann heißt eine der Dateien Hochwasserschutzbecken Wippra, was mich natürlich auf die Idee brachte, doch mal über den Hochwasserschutz nachzudenken an dieser Stelle des Ziljabaches. Dieser Platz, der jetzt bebaut werden soll, ist bisher vom Hochwasser verschont geblieben. Bisher, das sind andere Plätze und andere Stellen auch gewesen bis vor einem Monat. Für mich stellt sich die Frage, wenn der Stadtrat diesem Bebauungsplan zustimmt, haben die zukünftigen Bauherren das Recht, bei einem Hochwasserschaden Regressansprüche an die Stadt zu stellen? Es ist nicht als Überflutungsgebiet ausgewiesen, das weiß ich auch bisher. Trotz alledem liegt dieser Bereich so dicht am Ziljabach. Und Herr Gaffert hat am 26. glaube ich, freudestrahlend in der Marktstraße die Nachricht überbracht, sie wird nicht mit 5 Kubikmeter pro Sekunde, sondern nur mit 1 Kubikmeter pro Sekunde überlaufen. Was wäre passiert, wenn es 5 gewesen wären? An dieser Stelle hat das Hochwasser große Schäden angerichtet. Also nochmal meine Frage, Frage 1. Wie ist die Verantwortlichkeit, wenn wir das als Baugebiet ausweisen und es zu einem Hochwasserschaden kommt? Mir wurde ganz lapidar gesagt, naja, wer da baut, ist selber schuld, aber das kann ja keine Antwort sein. Frage 2. In diesem Bereich, der jetzt als Bebauungsplan ausgelegt werden soll, gab es zahlreiche Fellarbeiten, um das Gelände schon herzurichten, ehe es einen B-Plan gab. Wie sind die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vertraglich vereinbart? Frage 3, gab es schon einen vorzeitigen Baubeginn? Und die vierte Frage bezieht sich auf die schon vorhandene Bebauung. Wer hat diese dichte Bebauung des einen Wohnhauses am Gewässer ohne ausreichenden Gewässerschutzstreifen zu verantworten? Wer hat also die Genehmigung dafür erteilt? Ich habe durchaus gelesen, dass es im Baugebiet 1 oder im Bauabschnitt 1 keinen Bebauungsplan geben musste, weil dort schon Gebäude standen, aber zu meinen Lebzeiten stand nie ein Gebäude dort so dicht am Gewässer, wie es jetzt passiert ist. Weshalb wir das sind also die Gründe und Fragen, weshalb ich dieser Vorlage nicht zustimmen kann, weshalb ich es aber auch im beschleunigten Verfahren ablehne, ist mal wieder das Umweltgutachten.
Ich habe eben bereits erklärt, es wurden Fellarbeiten getätigt, ehe überhaupt klar war, ob es einen B-Plan geben wird. Und auch der Umweltbericht des bekannten Büros wurde am 30.06.2017 erstellt. Das heißt, alles, was dort in diesen gefällten Bäumen, in diesen ausgerodeten Sträuchern mal gelebt hat, war natürlich nicht mehr anzutreffen. Die Artenvielfalt, die es vielleicht dort mal gegeben hat, ich bin kein Ornithologe, ich bin dort nur ganz oft spazieren gegangen, die es mal gegeben hat, die kann man nach solchen massiven Rodungs- und Fellarbeiten nicht mehr nachweisen, was für den Bauherrn von Vorteil ist, für die Natur nicht. Darum werden wir dieser Vorlage nicht zustimmen. Herr Rudo, bitte. Ich würde gerne noch die Gelegenheit nutzen wollen, bevor wir vielleicht noch auf spezielle Nachfragen eingehen, um grundsätzlich den Inhalt der Beschlussvorlage zu erläutern, weil es sicherlich auch so üblich ist, dass wir beim neuen Aufstellungsverfahren nochmal den Grundsatz des Planinhaltes Ihnen kurz zur Kenntnis geben. Es handelt sich also tatsächlich um die Entwicklung eines neuen, kleinen, aber wiederum Wohngebietes. Letztlich damit natürlich auch ein Angebot zur Ergänzung des Wohnungsmarktes und der Wohnungsbaulandschaft in der Stadt Wernigerode. De facto ist es tatsächlich die Ergänzung eines schon begonnenen Projektes auf dem Grundstück des ehemaligen Seniorenheimes Sonneck-Harzfriede an der Straße Mühlenthal. Dieses Grundstück hat eine gewisse Größe, die von der historischen Nutzung zu einem Teil bebaut und zu dem anderen Teil nicht bebaut war. Auf dem bebauten Teil hat sich bereits eine neue bauliche Struktur mit Eigenheimen entwickelt. Der darüber hinausgehende Teil unterliegt noch nicht dem herkömmlichen Baurecht, sondern muss erst durch einen Bebauungsplan, denn auch zur Bebauungsreife entwickelt werden. Und genau das ist Ziel und Zweck dieses Bebauungsplanes. Wunschgemäß nach den Vorstellung auch natürlich der Eigentümer dieses Grundstücks, das Grundstück vollständig ausnutzen zu können. Der Beschluss von seiner Qualität her ist der Aufstellungsbeschluss. Das heißt, wir befinden uns am Beginn des Vorhabens. Sie beschließen heute nicht das Inkrafttreten eines Bebauungsplanes, sondern den Beginn eines Verfahrens zur Prüfung des Baurechtes in dem ergänzenden Grundstücksteil. Und deshalb, Frau Wetzel, ist heute noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen, was sich letztlich als Bebauungsmöglichkeit und Planinhalt für dieses Grundstück ergeben wird, sondern, und das ist ebenfalls Beschlusslage, ist es nicht nur der Aufstellungsbeschluss, sondern auch der Billigungsbeschluss, und mit der Billigung ist die öffentliche Auslegung und somit auch die Behördenbeteiligung verbunden. Das bedeutet, wenn jetzt der Aufstellungsbeschluss gefasst wird, werden sämtliche Träger öffentlicher Belange und natürlich auch die Behörden, die für die gesamten wasserwirtschaftlichen Belange in diesem Bereich verantwortlich sind, im Vorhaben beteiligt, und aus der Abwägung heraus wird sich dann letztlich eine Entscheidung und ein Bild des gesamten Prozesses ergeben, und dann ist die Möglichkeit auch dem Stadtrat natürlich gegeben, die abschließende Entscheidung dazu zu führen. Aber in Anbetracht des tatsächlich auch angespannten Wohnungsmarktes mit einer erheblichen Nachfrage, glaube ich, ist durchaus legitim, einem Investoreninteresse nachzukommen, um erstmal die Möglichkeiten der Bebauung letztlich auch zu prüfen. Und was das wiederholt von Ihnen natürlich auch angesprochen beschleunigte Verfahren anbelangt, auch hier greifen wir nur auf die Gegebenheiten und die Möglichkeiten des Baugesetzbuches zurück. Das Baugesetzbuch, das speziell für die Innenbereichsentwicklung und für die Brachflächenentwicklung beschleunigte Verfahren vorsieht, ganz einfach, um hier auch andere Aspekte der städtebaulichen und gesamtgesellschaftlichen Entwicklung mit zu berücksichtigen. Und aus diesem Grund bitten wir
um die Zustimmung zum Verfahren. Auf weiterführende Fragen, Frau Wetzel, zum Beispiel, ob es bereits begonnen wurde, also nach meiner Information ist da kein Vorhabensbeginn erfolgt. Was die Baumfellarbeiten anbelangt, so hat es hier tatsächlich unterschiedliche Auffassungen zur Behandlung eines Fellantrages gegeben. Letztlich ist darüber aber entschieden und dem Fällen von Bäumen ist letztlich auch die Genehmigung erteilt worden, was zur Folge hat, dass im Zuge des Bebauungsplanverfahrens über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu entscheiden ist und es Ersatzpflanzung im erforderlichen Maße im Zusammenhang mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes geben soll und geben wird. Herr Wetzel, Frau Wetzel, bitte. Manchmal komme ich mir vor wie ein Yogalehrer. Die Möglichkeit, ein beschleunigtes Verfahren zu eröffnen, Herr Rudow, ist kein Zwang. Es gibt nur die Möglichkeit. Und vielen Dank nochmal über die Belehrung der Verfahrenswege. Das machen wir jetzt so oft, das kann ich auch schon beten, ohne dass ich das studiert habe. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass wir darüber reden, dass der Borkenkäfer Bäume zerstört und freiwillig Bäume fällen lassen in einem Gebiet, wo noch nicht mal feststeht, ob es eine Bebauung geben wird. Also für mich sind das die dritten und vierten Schritte vor dem ersten Schritt. Hat es eine Baumbestandserfassung gegeben? Und wenn ja, ist das wirklich Ihr Ernst, dass das die einzigen Ausgleichsmaßnahmen sind, diese paar Bäume, die dort zu pflanzen sind? Und hat es vor der Fällung eine Erfassung der Tierwelt und der Pflanzenwelt gegeben? Wie kann so etwas passieren? Ich verstehe es nicht. Wir beschimpfen den Nationalpark von allen Seiten und machen dann und genehmigen dann solche Maßnahmen? Weitere Wortmeldungen. Herr Dorf. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Wetzel, vielleicht noch die Fragen 1 und 4, die sind ja insbesondere noch offen. Ihre Frage zum Schadenersatz. Wenn jemand zum Schadenersatz herangezogen werden soll, bedarf es eines schuldhaften Handels. Das heißt, er muss vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Wenn Sie einen Bebauungsplan aufstellen, die Behörden, sage ich mal, entsprechend beteiligen und Gutachten einholen und die Gutachter kommen zu einem Ergebnis und Sie folgen diesem Ergebnis, werden Sie nicht haftbar sein. Es sei denn, Sie, ich sag mal, verschweigen vorsätzlich irgendwelche Überflutungen oder was auch immer. Das ist aber hier nicht erkennbar. Die vierte Frage, wer das genehmigt hat, Genehmigungsbehörde ist der Landkreis für das von Ihnen beschriebene Gebäude. Ich weiß nicht genau, welches Sie meinen, aber der Landkreis hat dann die Voraussetzungen zu prüfen, die zu einer Genehmigung eines Baus führen. Danke. Dankeschön. Fürs Protokoll, Herr Hertel hat den Sitzungssaal verlassen, wegen der Zählung nachher. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Die Vorlage 76 aus 2017 wurde vom Bauausschuss, wenn ich richtig informiert bin, man kann und darf mich korrigieren, einstimmig empfohlen. Wenn auch Sie die 76 aus 2017 empfehlen bzw. beschließen möchten, bitte ich um Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Eine, zwei Gegenstimmen. Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Somit ist die 76 aus 2070 mehrheitlich angenommen. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 15, vorhabenbezogener Bebauungsplan Nummer 25, Parkplatz Glasmanufaktur Harzkristall. Das ist die Vorlage 75 aus 2017. Wünscht hierzu jemand das Wort? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Der Bauausschuss hat wie folgt empfohlen. Doch? Doch, Herr Mehns, bitte. Herr Präsident, Sie waren ein bisschen zu schnell. Ich möchte aber den Stadtrat heute mitteilen, das ist ja in der Gemarkung Silstedt, der Stadt Wernigerode, wo ein Hektar Ackerland, landwirtschaftliche Nutzfläche, weggeht. In dem Verfahren des Flurbereinigungsverfahren Silstedt-Heudeber haben wir darauf gedrungen, und da bin ich im Vorstand, dass der Erwerber dieses einen Hektar hat dafür Ausgleichsflächen gekauft und wird weiterhin den Landwirtschaftsbetrieb Silstedt in der Gemarkung Heudeber bereitgestellt. Das heißt im Klartext, es ist der Stadt oder der Kommune kein Hektar Land verloren gegangen, und ich bitte, das zuzustimmen. Weitere Wortmeldungen? Dazu jetzt noch? Nein. Der Bauausschuss hat mit 6 Ja, 2 Nein und einer Enthaltung empfohlen. Wenn auch Sie
hier positiv bescheiden wollen, dann bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Zwei Enthaltungen. Somit ist die 75 aus 2017 mehrheitlich beschlossen.